Du bist ja voll der Hanfling. Das ist eh die ganze Zeit nicht an, glaube ich. Ah, Latte. Ich könnte mir das ja nicht so schwer. Verteidiger machen die richtigen Aufgaben. Deine Sätze schneiden sie. Und damit herzlich willkommen auch von hier oben in Straubing. Vergangenes Jahr, Viertelfinale, die Tigers. Vor zwei Jahren im Halbfinale, die größten Vereinserfolge. Und in diesem Jahr ist man fast schon historisch schlecht aus den Startlöchern gekommen. Drei Niederlagen gab es zum Auftakt. An meiner Seite heute Rick Goldmann. Ich freue mich sehr, dass du mit nach Straubing gekommen bist. Basti, hallo und wunderschönen Sonntagnachmittag auch zu Hause. Die Anspannung ist schon etwas spürbar hier bei den Tigers. Noch kein Sieg geholt, aber auch der heutige Gegner, die Adler, mit zwei Niederlagen in Folge auf der Suche nach der Form. Und einer, für den die vergangene Saison eine ganz große war und der aus dieser Mannschaft herausgestochen hat, den die Mannschaft jetzt natürlich auch wieder braucht, weil sie seine Tore braucht, ist Blaine Down. Er hat vergangene Saison fast die ganze Liga erschossen, am Ende mit 24 Toren aus der Saison gegangen. Wir schauen hier nochmal auf ein paar seiner schönsten Treffer, die er vergangene Saison erzielt hat. War auch für dich eine Überraschung, Rick? Ziemliche Überraschung, weil am Anfang war er natürlich ein unbeschriebenes Blatt. Das heißt, er konnte natürlich seine Stärken erstmal zeigen, aber auch wie er dann bekannt war in der Liga, ist er letztendlich nie vom Gegner wirklich beherrscht worden, sondern er hat sich immer wieder durchsetzen können und du hast das angesprochen, so ist er siebtbester Scorer in der Hauptrunde letztes Jahr geworden. Kleiner Spieler, Blaine Down, nur 1,78 groß, auch deswegen hat man den vielleicht etwas unterschätzt und wir haben ihn vor der Partie natürlich gefragt, wie er sich selber in der vergangenen Saison gesehen hat. Also ich war das erste Jahr in der DEL und ich wollte natürlich einen guten Eindruck hier hinterlassen. Und Straubing hat viel investiert in die Mannschaft. Ich wollte einfach dem Team helfen und das hat geklappt. Blaine Down aus den ersten drei Spielen. Bislang ein Tor für ihn. Und unser Blick geht natürlich auf die Aufstellung. Wir wollen natürlich sehen, mit wem Blaine Down heute aufläuft. Wir haben es zu Beginn schon gehört. Viele Verletzungssorgen bei den Straubing Tigers. Dennoch, man wird heute mit fünf Verteidigern wohl agieren. Die vier Sturmreihen sind dennoch voll. Und wir sehen Blaine Down an der Seite von Laurent Meunier und Carson German. Das ist für mich auch die beste Reihe, die wir Straubinger aufzubieten haben. Ähnlich schaut es ja auf Mannheimer Seite auch aus. Auch da fällt eine Reihe sehr auf. Die hat uns auch letztes Wochenende schon gefallen. Der Gegner Mannheim. Und hier haben wir Martin Buchwieser. Bislang mit zwei Toren sehr erfolgreich. Das liegt auch an dem Mann, der neben ihm steht. Das ist Jochen Hecht, der NHL-Rückkehrer, der durchaus beteiligt war an der Niederlage am Freitag der Augsburg, der Mannheimer in Augsburg. Er hat 8 von 16 Strafminuten für Mannheim ausgefasst. Unter anderem fiel da ein vorentscheidendes Tor in Unterzahl. Der Mannheimer am Ende stand ein 2:4. Und Jochen Hecht, auch den haben wir gefragt zu seinen Strafen. Ja, man braucht ein bisschen Gefühl für die Schiedsrichter, was sie pfeifen genau in der Liga. Und ja, bin ich im Moment noch ein bisschen am Suchen, aber ich werde es auch noch rauskriegen. Und ja, schauen wir heute mal. Wir als Mannschaft wollen 5 gegen 5 spielen. Und wenn wir 5 gegen 5 spielen, glaube ich, sind wir ganz vorne mit dabei. Ganz vorne mit dabei bei 5 gegen 5. Die Adler bestimmt eines der besten Teams der Liga. Und auch da schauen wir auf die Reihe, die gefällt dir besonders gut, Rick. Richtig. Die Ullmann-Buchwieser-Hecht-Reihe ist das Pendant eben zur Down-Reihe bei den Mannheimern. Funktioniert gut in dieser Reihe bisher. Wir haben gesehen, Jochen Hecht mit 3 Assists bisher, Buchwieser 2 Tore und ein Assist. Und auch Ullmann hat bereits 2 Scorerpunkte. Die sind halt einfach so, wie sie spielen, gut. Weil Buchwieser ist ein Spieler, der hart spielen kann. Wir haben es im Vorlauf gehört. Hecht ist einer, der das Spiel auf sich zieht, ruhig spielt, aber auch die Geschwindigkeit hat. Und Ullmann hat das nötige taktische Verständnis noch dazu. Insofern passt die Reihe sehr gut. Und ganz kurz noch, auch die Adler mit gehörigen Verletzungssorgen. Dennis Endras, der erste Torhüter, wieder nicht dabei, hat eine Zerrung. Christopher Fischer fällt immer noch auf.
John Rowe und Kai Horspel zu nennen. Und Ken McGowan, auch der spielt heute nicht mit. Er war vergangene Saison der beste Torschütze der Adler gegen die Tigers. Das Spiel läuft, das unter dem Motto stehen könnte: Frustbewältigung. Wer heute siegt, darf die nächste Woche sicher ein bisschen entspannter angehen. Die Adler, die Gäste in den weißen Trikots von rechts nach links, Straubing ganz in Blau. Steven Wagner, Christoph Ullmann. Das wird interessant sein, wie Straubing startet. Wenn wir uns zurückerinnern an die letzten Jahre, normalerweise zeichnet die Straubinger in der eigenen Halle immer aus, dass sie einen sehr guten Start haben und mit sehr viel Druck normalerweise aus der Kabine kommen. Jason Bekeshua. Vergangene Saison das schwere Erbe von Barry Brust angetreten in Straubing. Aber die Fans schon in der Vorbereitung überzeugt. Logische Konsequenz im Januar. Vertragsverlängerung. Er ist der absolute Fanliebling mittlerweile hier in Straubing, der Torhüter. Und Einsatz von Laurent Meunier. Er war ein Abseits. Auf der langen Seite Straubinger Spieler schon über der blauen Linie, bevor der Puck reingeht, und damit richtig entschieden auf Abseits. Auf diesen Mann werfen wir heute einen Blick mit der 48 bei den Adlern. Mike Vernace, neuer Verteidiger. Er soll das Powerplay befeuern von hinten. Bislang auch er in den ersten drei Saisonspielen noch ohne Tor und Punkt. Und Powerplay ohnehin bislang große Schwachstelle bei den Adlern. Guter Aufbau, der Tigers geht schnell über die neutrale Zone. Und erster Schuss von einem der Neuzugänge, von Tobias Wörle. Und der Schuss war durchaus gefährlich, weil Dennis Reul da noch einen Stock reingemacht hat. Das werden wir jetzt gleich noch mal sehen, und damit die Scheibe abgefälscht war. Hier kommt der Stock noch rein, leicht abgefälscht, aber gut reagiert. Felix Brückmann, der Torhüter der Adler heute. In der Saison 2011-2012 gab er sein Adler-Debüt, damals für den verletzten Fred Brathwaite. Und in dieser Saison muss er eben für den zu Beginn der Saison verletzten Dennis Endras einspringen. Marc El Sayed. Gut nachgegangen von Michael Endras. Dominik Bittner mit der 52, etatmäßiger Verteidiger bei den Adlern. Er hat als Cable Guy schon mal gegenüber Mirko Höflin im Warm-up angedeutet. Er spielt heute in der vierten Reihe als Stürmer mit Marc El Sayed und Alexander Ackermann. Niki Gotsch. Bekeshua für René Kramer. Gut und direkt gespielt. Eric Baudouin. Bedenkt von Seifers. Hart, aber fair gelöst vom Mannheimer Verteidiger. Ondruschka. Karl Stewart. Röttke, oh. Abgefälscht, gefährlich. Ja, und sofort wieder versuchen, die Straubinger Druck zu machen hinten drin. Bei den Mannheimern, und sie haben Probleme mit dem Spielaufbau. Blame Down kommt. Gelöst von Jochen Hecht und Christoph Ullmann. Der schickt Buchwieser gegen Dotzler.
Bernatsche, Ronny Arendt. Ein guter Vorcheck von King. Auch hier gut die Bande zugemacht von Bernatsche. Wir sprechen ja oft über diesen Vorcheck, wenn man die Gegner sofort unter Druck setzt, so wie hier zu sehen von Markus King. Und sehr gut den gemacht. Ersten Pass stört. Wieso ist das so wichtig? Weil du eigentlich mit dem ersten Pass das Spiel beruhigst. Also deswegen ist es auch normal, ein guter Verteidiger zeichnet aus, dass er seinen ersten Pass schnell spielt und immer auf dem Stock spielt, weil dann entwickelt sich normalerweise was daraus. Abgefälscht. Der Schuss und gute Möglichkeit für die Tigers. Romagnier hatte da noch den Schläger im Spiel. Florian Ondruschka. Thomas Brandl. Trachter. Und wieder Thomas Brandl. Sucht den Pass auf Tobias Wörle, aber unerlaubter Weitschuss der Tigers, weil Puck aus der eigenen Hälfte abgefeuert, keinen eigenen Mitspieler erreicht, hinter die Grundlinie des Gegners. Deshalb der unerlaubte Weitschuss, heißt Bulli vor dem eigenen Tor. Das ist vielleicht nochmal die beste Chance bisher von den Straubingern, weil die Scheibe eben auf dem Langeck abgefälscht war noch. Die gute Möglichkeit, guter Körpereinsatz von Bodoa. Mauer. Yannick Lehu. Wieder Frank Mauer. Und Matthias Plachter. Schön. Linie, die sich schon in der letzten Saison bewährt hat. Yannick Lehu, heute einziger stürmender Import bei den Adler Mannheim, die nur insgesamt mit 4 ausländischen Spielern heute hier in Straubing antreten. Und Yannick Lehu, einer der die 2 Youngster an seiner Seite, Frank Mauer und Matthias Plachter, stark macht und denen sehr viel Selbstvertrauen mitgibt. Guter Punkt verteilt. Auch hier abseits gepfiffen. Vielleicht kurz zur Erklärung, watch your feet, da ist ja eingezeichnet 2 so Dreiecke für beide Spieler und das ist die Position, wie die Mittelstürmer sich hinstellen müssen. Und da hat der Linesman eben die beiden Mittelstürmer aufmerksam gemacht, dass sie sich korrekt zum Bulli hinstellen sollen. Röttgen. Sören Sturm mitgenommen. Sören Sturm, hier wieder Puck, Neuzugang aus München, Ullmann für Buchwieser. Karl Stewart. Hat er Glück, dass Jochen Hecht den Check dann nicht konsequent zu Ende fährt. Ich glaube, da waren beide überrascht, dass sie sich da noch getroffen haben. Ronny Arendt. Oh, schöne Bewegung. Carson German läuft sich fest. Bönnier kommt. Und bekommt dann einen harten eingeschenkt von Markus King. Mirko Höflin. Wir erinnern uns gerne an ein Zaubertor von Mirko Höflin. Vergangenes Wochenende gegen die Kölner Haie. Er ist da komplett durchgegangen, von ganz hinten nach vorne. War ein sehr schönes Tor. In die Top 3 gewählt bei Servus Hockey.
Facebook kann man sich das anschauen. Thomas Brandl kam vom EV Landshut. Schusschance für Alexander Dotzler. Und der Nachschuss von Sandro Schönberger. Wieder gut gestört von Straubing, gleich den Aufbau der Adler zu unterbinden und so im Mitteldrittel an den Puck zu kommen. Auch hier wieder Plachter, sehr früh und sehr konsequent gestellt. Machen beide Mannschaften sehr ähnlich. Jetzt aber Plachter und Bekescher. Also dieses aggressive Vorcheck, das du angesprochen hast, bis jetzt auf beiden Seiten sehr aggressiv zu sehen. Verspricht dann natürlich in letzter Konsequenz auch ein spektakuläres Spiel. Schön gelöst von Kettemer. Hat jetzt aber keine Anspielposition. Niki Gotsch. Florian Ondruschka. Jamie Seifers. Verfolgt von Röttke. Auch hier einfach und gut gelöst von der Mannheimer Verteidigung. Dominik Bittner. Wegner und Jason Bekescher. Gleich geht's weiter. Dotzler von den Straubing Tigers hatte das 1-0 auf dem Schläger. Alex, es sieht so aus, als hätte euch der Punkt in Köln Selbstvertrauen gegeben. Ja, das war ganz wichtig für uns, da wir die ersten beiden Spiele leider ohne Punkt nach Hause gegangen sind. Wir haben bei einer guten Mannschaft im Stadion ganz gut gespielt, einen Punkt mitgenommen, das hat uns schon nach vorne gepusht. Ihr habt aber nur 5 gelernte Verteidiger, wie gehst du damit um oder wie geht ihr damit um bis jetzt? Ja, bis jetzt ganz gut, also wir müssen schnell wechseln, Energie sparen und dann kriegen wir die 60 Minuten gut rum. Alles klar, danke. Und der Blick nochmal, erster Schuss von hinten, der kam von Alexander Dotzler und dann war es Sandro Schönberger, der den Nachschuss am leeren Tor verfehlt. Anschluss, die beste Chance von Mannheim, ein Schuss von Matthias Plachter. Lindau. Martin Buchwieser. Christoph Ullmann. Buchwieser, jetzt Überzahl, 3-2, Jochen Hecht. Meunier, Buchwieser sofort wieder dran, setzt die Verteidigung unter Druck und die Adler gewinnen in diesem Fall ein Bulli in der offensiven Zone. Ich glaube, das muss auch für die Mannheimer unheimlich wichtig sein, dass die Stürmer viel Vorcheck machen, weil die Straubinger eben nur 5 Verteidiger haben. Und das kostet Kraft hinten drin. Wenn du immer als Verteidiger einen Check bekommst, wenn du immer Druck bekommst, dann zermürbt dich das einfach über 60 Minuten. Röttke. Mit der 91 war am Freitag an allen 3 Toren der Tigers in Köln beteiligt. 3 Vorlagen gegeben. Markus King und Röttke. Oh. Stewart! Und Riesenmöglichkeit für Eric Baudouin. War ein Abstimmungsfehler in der Mannheimer Hintermannschaft. 2 Leute auf den Scheibenführenden gegangen, vom Tor ganz frei. Vorcheck der Straubinger, auch wenn die Scheibe rausgeht. Kramer. Schönberger.
Kettemann für Matthias Plachter und Niki Gotsch. Guter öffnender Pass jetzt auf Matthias Plachter und Abseitsstellung. Hätte eine gute Situation werden können für die Alten. Aber wir blicken auf die Chance von Eric Baudouin. Neuzugang aus der Schweiz. Hat eine gute Stange Geld gekostet, hört man aus Straubinger Kreisen. Eric Baudouin, viele Jahre schon in Europa, hat in Schweden, in Finnland und eben zuletzt in der Schweizer Nationalliga A gespielt. Erste Strafe des Spiels wird jetzt ausgesprochen, ein Beinstellen gegen die Adler Mannheim. Alexander Ackermann wird hinaus müssen. Ja, damit für Straubing das erste Überzahlspiel. 5 Tore konnten sie bereits erzielen in dieser Saison. Gute Quote bisher von 25% im Powerplay. Also heißt, jedes vierte ist drin. Das ist eine ordentliche Quote. Das ist so die Quote, die man eigentlich sagt, das ist okay. Alles, was, Saison gesehen. Alles, was über 20% ist, ist das, was die Mannschaften anstreben. Da wird ein Abseits geben. Aber auch das Unterzahlspiel der Mannheimer bisher sehr gut. Die Mannheimer haben da erst 2 Gegentreffer hinnehmen müssen. 85% Quote, auch da, um das zu vervollständigen, sagt man, alles, was über 80% ist oder 85% ist, ist eigentlich die Quote, die man haben will über die Saison gesehen. Mönje, guter Einsatz von Wagner. Mönje schickt Blaine down. Reul. Entlastung, Buchwieser für Jochen Hecht. Und die Mannheimer machen da auch zu 4 Druck. Buchwieser geht da tief, kämpft um die Scheibe. Wichtige Sekunden von der Uhr. Dennis Reul ist da, dauert dann aber zu lange, bis er an den Puck kommt, und so findet Straubing die Überzahlformation. Baudouin, dann allerdings Abspielfehler, und das muss wieder aus dem eigenen Drittel angefangen werden. Zurückgekommen von Kettemer, der auch früh Druck gemacht hat und dann den Mann sogar noch abgelaufen ist. Rettke. Diesen Powerplay schon ersichtlich, woran es bei den Tigers heute hapern könnte. Natürlich in der Defensive, wir haben das angesprochen. Jordan Henry fällt aus, Sebastian Osterloh fällt aus, und wir sehen, das ist nichts gegen den Spieler, aber ein Florian Ondruschka als einziger Verteidiger im Powerplay, er ist eigentlich kein Powerplay-Spieler. Er ist nicht der klassische Powerplay-Spieler, und insbesondere André geht ihn halt da wahnsinnig ab. Er hat schon 3 Tore dieses Jahr erzielen können. Direkt abgedrückt von Blade Down, allerdings der Schuss geblockt. Kramer. Meunier. Schuss kommt nicht durch, und die Adler bringen den Puck erstmal weg, unten eingeblendet.
sehen Sie natürlich erste Prognosen der heutigen Bundestagswahl. Aber auf der anderen Seite Möglichkeit für Jochen Hecht. Gut, den Pass wird zugemacht von Laurent Meunier. Schuss geblockt von Wagner, der hat richtig wehgetan. Ja, der war genau auf Schlittschuhhöhe. Schlittschuh, wenn man Schuss draufkommt, das ist relativ schlecht geschützt. Also das brennt richtig. Insbesondere als Verteidiger kriegt man das in der Saison durchaus öfter mal. Manche Verteidiger haben sogar insbesondere in der NHL also einen speziellen Schutz vorne drauf auf der Zunge. Das setzt sich in Europa auch durch. Es gibt so eine Plastikverschalung, die die Spieler zum Teil um ihre Schlittschuhe machen. Insbesondere die Verteidiger, um da eben Verletzungen vorzubeugen. Und Jason Bekeshua. So, und wir haben es angesprochen, Florian Ondruschka, hier im Beispiel, der trägt ebenso einen extra Plastikschutz, der extra angepasst ist, nochmal um den eigentlichen Schlittschuh herum. Er ist auch ein Spieler, der normalerweise viel Unterzahl spielt. Und wenn man als Verteidiger Unterzahl spielt, steht man vor dem Tor, man weiß, man kriegt da die Schüsse ab und man muss ja auch blocken. Dementsprechend macht es durchaus Sinn, weil insbesondere die letzten Jahre diese Fußverletzungen durchaus zugenommen haben. Also Mittelfußknochen gebrochen und so ist keine Seltenheit. Der fliegt vor dem Tor und King mit dem Nachschuss. Arendt wieder auf King. Da haben wir gesehen, Ondruschka schont sich nicht. Da hat er sich eben in diesen Schuss von Markus King hineingeworfen. Janik Lehur und Mike Vernace. So, jetzt ist es gut zu sehen. Schwierig für den Verteidiger aufzubauen. Zwei Mann am Vorcheck. Auch der Angespielte wird sofort an der blauen Linie attackiert. Aber die Adler kommen durch mit Frank Mauer und mit Matthias Plachter. Außer Bedrängnis, stark gespielt von den beiden. Ja, guter Angriff, sehr geradlinig. Druck zum Tor. Auf das, dass sie Druck gehabt haben, war auch noch gut abgeschlossen eigentlich. Auch wenn er drüber war. Lehu. Alexander Dotzler. Und Lehu. Keshua. Gefährlich, diese Turnovers, also diese Scheibenverluste, kurz hinter der eigenen blauen Linie. Rick, das sind alle in der Vorwärtsbewegung. Einige denken, okay, wir haben die Scheibe, können wechseln gehen. Man hat gesehen, das kann ganz schnell in die andere Richtung gehen. Das ist genau das Problem. Du denkst dann quasi schon in der Vorwärtsbewegung, in der Offensive. Und wenn dann ein Fehler passiert, dann dauert es einfach den kleinen Tick, dass du wieder zurückkommst. Und deswegen hat meistens dann die angreifende Mannschaft eben den kleinen Vorteil, diesen halben Meter. Das sieht man nochmal. Gut, dass er dann nochmal zur Scheibe kommt, Plachter. Seifers. Wieder ein guter Bulli-Gewinn der Mannheimer. Und jetzt die Chance vor dem Tor für Buchwieser. Also sie gewinnen einige Bullis in der gegnerischen Zone und machen dann auch immer das Gleiche, dass der Außen an der Bande angespielt wird, wenn sie das nächste Mal drauf achten. Das sind natürlich Sachen, die einstudiert sind. Wir sind einstudiert, das wird mit dem Trainer besprochen. Das kann auch durchaus sein, dass das von Reihe zu Reihe unterschiedlich ist, was man da beim Bulli macht. Noch nicht. Wagner und Seifers. Schön gemacht von Jochen Hecht. Und Carson Tschermin. Martin Buchwieser. Tschermin hat Platz. Brückmann. Da räumt die Verteidigung auf. Aber auch Sören Sturm kann von der blauen Linie noch mal abdrücken. Schön jetzt abgelegt. Auf die kurze Ecke gespielt. Und das war fast ein Pass zu viel von Carson Tschermin.
hier spät die Scheibe zu sehen für Brückmann. Markus King, der Kapitän, gut gelöst aus dem eigenen Drittel heraus. Ronny Arendt. Sören Sturm. Carl Stewart. Röttke. Und Eric Baudouin. Ja, zu lange, bis er den Puck vom Schläger bekommt, dann stellt sich der Puck auch noch auf. Und schon ist er weg. Allerdings wird es eine Strafe geben gegen die Adler, gegen Dennis Reul, wegen Spielverzögerung. In den letzten Minuten ein paar wirklich gute Chancen für die Straubinger. Und jetzt haben sie natürlich auch noch Überzahl gegen Ende des Drittels. Also sie sind gut in Schwung. Kettemer, Hecht, El Sayed und Micky Gotsch. Das Quartett, das hier den Rückstand vermeiden soll. Ondruschka als einziger Verteidiger bei Straubing in diesem Powerplay mit auf dem Eis. Ansonsten stellt Daniel Tuschny vier Stürmer hin. Stewart. Tobias Wörle. Röttke. Stewart. Es beginnt die letzte Spielminute im ersten. Tobias Wörle wird hart gearbeitet vor dem Tor. Sehr alle vier Adlerspieler in einem Wahnsinn. Meter ums Tor herum. Ganz eng wird da gespielt. Schuss von Röttke genau in die Fanghand von Felix Brückmann. Es war jetzt schon außergewöhnlich, dass man das Viereck so eng vom Tor sieht. Also die waren ja jetzt, die Stürmer, die normalerweise ein bisschen weiter draußen waren, waren ja maximal 3 Meter vom Torhüter weg. Aber die Scheibe war eben auch tief. Und da muss man taktisch erkennen, dass man sich zusammenzieht. Hier sieht man, die sind quasi der hohe Stürmer, ist 3 Meter weg. Jochen Hecht nahezu 1,5 Meter nur, hat fast eine Verteidigerposition hier eingenommen. Andy Canzanello, geblockter Schuss von Seifers. Lane down. Carson Termin. Down. Adler attackieren sofort den scheibenführenden Spieler. Meunier. Jetzt wird sich wieder ganz eng zusammengezogen. Das ist wirklich so ein Ziehharmonika-Prinzip. Ganz eng zusammen. Wenn es wieder hochgeht an die blaue Linie, sofort wieder auseinander. Das ist auch das, was Straubing dann letztendlich machen muss. Wenn sie erkennen, dass die Mannheimer so eng vor das Tor gehen, da so zumachen, muss die Scheibe eigentlich zum Verteidiger raus. In diesem Fall geht der Pass hier durch, auch wenn er nicht gewollt ist. Aber wenn sie richtig stehen, ist es eben da so eng. Dann muss man die Scheibe hochspielen, damit sich das ganze Viereck eben wieder auseinanderzieht. So, die ersten 20 Minuten sind gespielt. Ein sehr kurzweiliges Spiel, ein sehr intensives Spiel. Leider nur noch keine Tore. Aber es hat gute Chancen gegeben, übrigens für beide Mannschaften. Ich sehe es sehr ausgeglichen. Ist, wie du gesagt hast, ein schönes Spiel anzuschauen, weil beide Mannschaften sehr aggressiv einfach vorchecken und viel Druck machen. Und damit ergeben sich auch immer wieder gute Möglichkeiten. Schussstatistik ist leicht für die Straubinger. 10-7 Schüsse im ersten Drittel. Ich glaube, auch wenn man sich die Qualität der Chancen anschaut, haben die Straubinger vielleicht die ein oder die andere Chance besser gehabt wie die Mannheimer. Aber wie gesagt, auch die Mannheimer hatten eigentlich Möglichkeiten, hier zum ersten Treffer zu kommen. Ein Spiel, das von seinen Zweikämpfen lebt.
Straubing wie immer zu Hause mit sehr vielen Emotionen, das was die Mannschaft auch auszeichnet. Und wir haben einen ersten Gesprächspartner bei Hans Finger. Und das ist der Spieler, der das 1:0 für die Mannheimer Adler hätte erzielen können, nämlich der Kapitän Markus King. Markus, trotzdem, verhaltener Beginn von euch. War das so ein bisschen auch die Vorsicht, weil ihr am Freitag euch dumme Gegentore eingefangen habt? Ja, ich glaube nicht. Wir haben, glaube ich, schon gute Schüsse aufs Tor gehabt. Gut im Bulli, Scheibe gut kontrolliert in der neutralen Zone. Das sind unsere Vorgaben, das haben wir gut umgesetzt. Und Straubing macht es auch nicht einfach. Die flinke Spieler wollen natürlich mit viel Tempo hinten rauskommen und dann sind sie gefährlich und da müssen wir aufpassen. Trotzdem, ich denke, das 4-2 in Augsburg hat euch sehr gewurmt. Was habt ihr euch genau vorgenommen für die Umsetzung heute auf dem Eis? Ja gut, wir haben in Augsburg kein schlechtes Spiel gespielt. Wenn man das Schussverhältnis sieht, dann waren wir auch klar überlegen. Und 50 Schüsse, ja. Wir haben mehr vom Spiel gehabt, aber manchmal springt die Scheibe nicht den Weg, aber wir dürfen jetzt nicht aufhören. Wir sind alle selbstbewusst, wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft sind und jetzt zählt es, dass wir es auch zeigen und jeder, wer selbstbewusst spielt. Ich wollte schon fast sagen, Gott sei Dank hattet ihr noch kein Überzahlspiel, weil das ja gar nicht so gut funktioniert hat. Habt ihr das auch noch mal speziell angesprochen? Ja, wir haben es gestern trainiert und es hat ganz gut funktioniert. Von daher freue ich mich, oder muss man hart arbeiten, dass wir Überzahl bekommen und dann knallt es auch. Dann sind wir mal gespannt, wie das dann aussieht. Dankeschön. So, bitte ab in die Kabine. So, wir machen eine ganz kurze Auszeit. Dann sind wir zurück im Studio mit der Analyse. Und der Manager der Straubing Tigers, Jason Dunham, der ist zu Gast. Bis gleich. Willkommen zurück zum vierten Spieltag der deutschen Eishockeyliga. Willkommen zurück in Straubing. Die Straubing Tigers treffen hier auf die Adler aus Mannheim. Es steht 0:0, aber wir sehen ein munteres Eishockeyspiel und ich darf ganz herzlich den Manager der Straubing Tigers bei uns im Studio begrüßen. Herzlich willkommen, Jason Dunham. Servus. Schön, dass Sie bei uns sind. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Mannschaft im Moment? Ja, wir haben in dem Drittel, glaube ich, 5, 6, 7 Chancen und gegen die andere Mannheim, wenn du so viele Chancen kriegst, bin zufrieden. Tobi, unheimlich hohes Tempo, wenig Unterbrechung. Ja, beide Mannschaften spielen sehr engagiert. Mannheim vielleicht die ersten Minuten ein bisschen verhalten. Sie haben sich mehr auf die Defensive konzentriert, aber kamen dann auch zu Chancen zum Ende vom Drittel. Ja, Alex Dotzler hat es eben schon bei Hans Finger angedeutet, dass man Selbstvertrauen in Köln getankt hat. Wie wichtig war dieser erste Punkt in der Saison? Ja, das war sehr wichtig in Köln. Wir haben Kai Gori walking in, das weiß jeden. Und die Jungs sind zurückgekommen am Freitag und haben super gespielt. Ja, die Straubinger, Tobi, haben richtig Druck gemacht. Du hast uns mal eine Szene rausgesucht, wo man das sehr gut erkennen kann. Ja, und zwar in der 8. Minute war das Situation. Die Straubinger machen sehr gutes Vorchecking. Das führt dazu, dass jetzt Florian Ondruschka die Scheibe gewonnen hat und die Scheibe schnell passt zu dem Straubinger Stürmer, zu Thomas Brandl. Er wird sehr schön unterstützt, auch von Sandro Schönberger. Der passt die Scheibe hoch zu Alexander Dotzler. Was er gut macht, er bringt die Scheibe zum Tor. Das ist das Wichtigste eigentlich für einen Verteidiger, dass er die Scheibe durchbringt. Aber Sandro Schönberger setzt sich da auch aus der Ecke sehr schön durch. Er bekommt den Nachschuss und da hat er fast das leere Tor vor sich gehabt, aber die Scheibe ist gesprungen und somit war sie sehr schwer zu kontrollieren. Ja, nach wie vor steht es 0:0, aber wurde das im Vorfeld des Spiels auch angesprochen, dieses positive Erlebnis von Köln mitzunehmen, Druck zu machen, auch mutig zu sein, obwohl sie ja diese Verletzten-Misere haben und nur mit 5 Verteidigern spielen? Ja, ich glaube, er muss mutig spielen. Du kannst Mannheim keine Zeit in Raum geben. Die sind super Einzelspieler, super Mannschaft insgesamt über die letzten 10, 15, 20 Jahre in der deutschen Eishockey-Liga. Du musst ihn unter Druck setzen, dass du deine Chance bekommst. Ja, in der 16. Minute haben wir dann auch die Klasse von Mannheim gesehen. Eine Chance von Jochen Hecht, Tobi. Ja, es fängt alles in der eigenen Zone an von Mannheim. Da geht die Scheibe raus, wird eigentlich ganz, ganz einfach über die Bande rausgebracht. Jochen Hecht unterstützt die Scheibe und mit seiner Schnelligkeit kommt er dann zu dieser Chance und zieht da an der am rechten Eck aus Sicht von Barkeshua vorbei. Und ja, das war so die erste sehr gute Chance für Mannheim. Ja, wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, dass die Straubinger nur mit 5 Verteidigern spielen. Vielleicht, Herr Dunham, können Sie uns erklären, wie bereitet man sich in der Woche darauf vor? Spricht der Trainer das explizit an? Entwickelt man auch ein bisschen eine andere Taktik, wenn man in dieser Situation steckt? Nein, ich glaube, die Jungs wissen, dass die hart spielen muss. Wir mussten mit 5 Verteidigern spielen. Wir wissen, dass das alles, was wir momentan haben. Der Jordan hat sich verletzt am Freitag und wir gehen in das Spiel wie jeden anderen Spiel.
Du hast jetzt die Verletzung von Jordan Hendry angesprochen. Fällt euch unglücklicherweise über mehrere Wochen aus. Hast du die Fühler schon ausgestreckt nach einem Ersatz, nach einem möglichen Ersatzverteidiger? Absolut. Wir werden einen Verteidiger irgendwann zu unserer Mannschaft reinbringen. Wann wissen wir nicht. Der Markt ist momentan nicht hervorragend für Verteidiger, wir wissen das. Aber wenn der richtige Verteidiger kommt, dann wird man den zu unserer Mannschaft bringen. Ja, im Vorfeld wurde ja gesagt, das Budget in Straubing ist eigentlich vollkommen ausgereizt. Dann muss man aber handeln, ne? Anders geht's dann nicht. Nein, anders geht's nicht. Und wir mussten sagen, ein richtiger Dank an unsere Gesellschaft ist für diese Saison, für unsere Budget. Wir sind froh, dass wir gewachsen sind in den letzten paar Jahren. Und wenn eine Verletzung auftaucht, dann kann man schon reagieren. Ja, Sebastian Osterloh fällt ja auch aus. Wie lange fällt der jetzt aus? Ich glaube, der fängt wieder an Dienstag an. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist halt im Eishockey so, das passiert. Nein, der hat einen kleinen Hexenschuss und der kommt nicht auf den Tisch. Das wird schon. Vielleicht haben Sie es ja mitbekommen, Herr Dunham. Es gab so eine nette Anekdote vom Trainer Uwe Krupp auf die Frage, was sollte sich zur neuen Saison verändern, hat er gesagt, vielleicht sollte es mal eine Gästetrainerkabine in Straubing geben. Und wir haben Hans Finger mal losgeschickt. Hans, hast du schon was gefunden? Ich habe mich in der Tat auf die Suche gemacht. Wir haben ja keine Mühen gescheut dahingehend. Aber Uwe Krupp, tut mir leid, bis jetzt habe ich noch keine Kabine gefunden. Das Kölner Gastspiel, das nächste, das dauert ja noch ein bisschen. Wir können Ihnen das mal zeigen. Also so sieht es aus im Kabinentrakt der Gäste. Das ist die Kabine, da sind die Adler drin. Hier draußen der Handschuhwärmer, da riecht es immer dementsprechend gut. Und auf der anderen Seite haben wir nur die Schiedsrichterkabine. Da stehen die Betreuer der Adler, dürfen gerne stehen bleiben. Und den Erste-Hilfe-Raum. Also manche Trainer, die haben schon mal bei der Ersten Hilfe dementsprechend nach Erster Hilfe für ihre Besprechung gesucht und nach einem Raum und haben sich da drin verdrückt. Aber andere Trainer und Harold Kreis, der ist gerade wieder in die Kabine rein, die machen das anders. Die gehen nämlich hier raus durch die Tür. Die Wege in Straubing sind kurz. Und dann ist man im wunderschönen Gelände der ehemaligen Landesgartenschau. Und da parkt dann genau vor der Tür der Mannschaftsbus der Gäste. Und Harold Kreis macht das auch ganz gerne heute nicht, weil es draußen warm war. Der stand gerade hier, um sich zu besprechen. Aber viele Trainer, die verkrümeln sich dann da rein in den Bus. Aber Jason, jetzt mal im Ernst, der Bus ist doch eh nichts damit anzufangen während des Spiels. Das ist doch nicht schlechter als Besprechungsraum, oder? Ja, wir geben das einfach mal weiter an den Jason Dunham. So ein Bus ist nicht schlecht. Bus ist nicht schlecht und wir sind stolz auf unsere Stadion und unsere Zuschauer und unsere Mannschaft, egal ob Gästekabine Trainer da ist, für die Gästetrainer. Das wünsche ich mir auch, aber das ist nicht da und ja, kann man auch nichts dafür. Ja, da muss der Uwe Krupp weiterhin mit dem Bus leben, aber ich denke mal, es war auch vom Uwe Krupp spaßig gemeint. Ich glaube ja. Nice try, Pussy. Das ist ein Tough Guy Gatschick oder was? Mei, oh mei, oh mei. Sauber Katzen. Noch keine Tore im Duell. Straubing gegen Mannheim. Das liegt natürlich auch an den Torhütern. Und das sind immer ganz spezielle Jungs mit ganz speziellen Kopfbedeckungen. Für jedes Kind vor allem immer ganz interessant. Viele werden ja Torhüter, weil ihnen die Masken so gut gefallen. Und wir haben die Jungs mal gefragt, was das eigentlich bedeutet bei Felix Brückmann. Da ist der alte Adler aus dem Vereinswappen drauf zum Beispiel. Dann steht drauf The Cat, das ist sein Spitzname. Wir haben es von Cable Guy Dominik Bittner auch gehört. Und alle nennen ihn nur noch die Katze. So hat ihn Fred Brathwaite, der Torhüter-Trainer, genannt. Und auf der anderen Seite Jason Bekeshua. Da geht es ein bisschen ans Eingemachte. Der hat Jason Voorhees drauf von Freitag, der 13. Und Michael Myers aus Halloween unter anderem auch, weil Jason und Michael die beiden Vornamen von Jason Bekeshua sind. Spiel beginnt. Powerplay noch für die Straubing Tigers zu Beginn dieses Mitteldrittels. Und die Adler in Unterzahl mit Jochen Hecht. Der Keshua darf zum ersten Mal hinlangen. Seifers. So, Dennis Reul kommt jetzt zurück. Die Adler also wieder komplett. Hätte da gerade eine gute Chance in Unterzahl.
Auch da hat man wieder gesehen, dass die Mannheimer, auch wenn es Unterzahl ist, trotzdem versuchen vorzuchecken und auch offensiv sich einzuschalten. Jochen Hecht ohnehin Punkte gelernt, hat ja im Lockout auch in Mannheim gespielt, dort in 6 Spielen 13 Scorerpunkte gemacht. Auch in dieser Saison hat er in allen 3 Spielen gepunktet, also saisonübergreifend in 9 Spielen in Folge Jochen Hecht mit einem Scorer. Hier wieder am Puck, Jochen Hecht. Höfling. Er geht jetzt wechseln. Er war der letzte Spieler, der noch am Eis war. Musste bleiben wegen dem Icing. Höflin. Eric Baudouin. Es geht ähnlich weiter bei beiden Mannschaften. Beide Mannschaften versuchen sofort vorzuchecken. Diesmal hat es wieder geklappt auf Mannheimer Seite. Granace. Jetzt etwas Zeit für Florian Ondruschka. Sofort versucht er langer Pass, aber auch hier Mike Granace dazwischen. Andere Seite, Wechselfehler und 2 auf 1. Plachter! Und der trifft das 1:0 für die Adler. Nach einem Wechselfehler der Tigers und Matthias Plachter. Ohnehin ein Baum über 100 Kilo schwer. Und die Jungs in der Kabine sagen, wenn der mal frei zum Schuss kommt, dann ist es eigentlich immer ein Tor. Und genauso was. Sehr schöner Pass hier, auch von hinten raus. Da in den Raum rein. Jetzt in diesem Moment ist es auch eine 2-1-Situation. Deswegen kann der Verteidiger nicht voll drauf gehen. Und du hast es angesprochen, der Handgelenkschuss war wirklich sehr hart. Erster Scorerpunkt auch hier für Vernace, der da diesen langen Pass auf Plachter gespielt hat. Zweites Saisontor für Matthias Plachter. Florian Kettemer, auch hier gut gelöst an der Bande. Yannick Lehu, Kettemer kommt. Hinten mit Lehu versucht es allein. Das wäre eine 3-gegen-2 Situation gewesen, wenn Lehu da die Scheibe gespielt hätte. Lehu. Dauert zu lange, bis er zum Abschluss kommt, aber auch hier gut ausgespielt von Frank Mauer. Und wir sehen immer wieder den dritten Mann, den dritten Stürmer bei Mannheim, der hier hinten an der blauen Linie lauert. Der ist quasi zwischen den 2 Verteidiger drin. Er bleibt relativ weit hinten, fast auf der Höhe der blauen Linie, wo jetzt auch Lehu die Scheibe bekommen hat und geht erst dann nach vorne rein, wenn die Scheibe wirklich unter Kontrolle ist. Abschluss von Matthias Plachter, halb hoch, Stockhandseite. Man sagt, oft unhaltbar für den Torhüter. Jamie Seifers, wieder gut eröffneter Pass für Dominik Bittner. Seifers jagt das Ding erneut in die Ecke für Marc El-Sayed. So, und jetzt Schraubing komplett aus der Position. Der junge Alexander Ackermann da etwas überrascht, weil er doch so viel Platz gehabt hätte von der Bande weg. Wieder Alexander Ackermann. El-Sayed. Und Strafe angezeigt, Strafe ausgesprochen, ein Haken und es geht ein Spieler der Tigers, es geht Peter Flache. Es waren sogar 2 Spieler dran, die da den Mannheimer blockiert haben. Erste Möglichkeit für die Mannheimer in Überzahl zu agieren. Ein Tor konnten sie erst erzielen. In dieser Saison, die Quote ist bei 6%. Umso erstaunlicher, da die Adler vergangene Saison das beste Powerplay-Team der Liga stellt. Renace. Jamie Seifers. Ullmann. Jochen Hecht,
Martin Buchwieser, Jochen Hecht mit Platz. Buchwieser an die blaue Linie wieder gespielt für Jamie Seifers. Schussweg gut zugemacht. Schönberger, der vorne gut steht. Bernatsche jetzt auf den Direktschuss gespielt für Seifers. Und wieder der Block von Kapitän Schönberger. Jetzt ist vielleicht Schussmöglichkeit frei. Oder Schuss von Seifers. Aber du hast es angesprochen, die Arbeit von Schönberger. Er quasi den hohen Mann immer gespiegelt, ist immer zwischen Scheibe und seinem eigenen Torhüter geblieben. Und damit konnte man von oben nicht abziehen. Hier war mal ein bisschen frei und auch ein guter Schuss von der blauen Linie von Seifers. Kink, Matthias Plachter und Steven Wagner auf dem Eis. Steven Wagner, bislang der einzige Verteidiger, der für die Adler ein Tor in dieser Saison erzielen konnte. Zwei insgesamt schon für ihn. Vielleicht noch eins zu Lehu hier. Er spielt der Stürmer da an der Verteidigerposition. Das hat er auch letztes Jahr bereits im Powerplay gemacht für die Mannheimer. Wagner. Bauer. Gute Idee, Matthias Plachter hat sich da gut positioniert vor Bekeshua. Wenn Sie das Klopfen auf dem Eis hören, das heißt hinten Felix Brückmann, der seiner Mannschaft signalisiert, dass Straubing gleich wieder komplett wird, aber die Chance ist noch da für Frank Mauer. Und Kettemer in den Schuss geworfen. Von Peter Flach. Wieder guter Aufbaupass von hinten raus. Höflin. Und Jason Bekeshu. Sehen wir nochmal die Möglichkeit für die Mannheimer. Erste Möglichkeit und da kommt Mauer noch dazu. Und da ganz am Schluss noch gehindert. Auch dieser direkte Zug zum Tor. Da bindet man sofort zwei Gegenspieler und Frank Mauer kommt da eben noch zum Nachschuss. Niki Gotsch. Durchaus ordentliches Überzahlspiel der Adler zu Ende gegangen. Ja, Scheibe ist auch gut gelaufen bei den Mannheimern. War viel Bewegung drin. Aufbau der Adler. Markel Sayed. Also Höfling ein paar Mal gezeigt, dass er wirklich gute Hände hat. Hat er schön sich an der Scheibe behauptet. Christoph Ullmann. Ein guter Vorcheck von Buchwieser. Carl Stewart. Kramer geht mit nach vorn. Hat jetzt keine Anspielstation an der blauen Linie. Und wird sofort hart bedrängt von Seifers. Auch hier guter Körpereinsatz der Adler. Oh, jetzt Wechselfehler bei den Mannheimern. 4-2-Situation. Röttke, gute Schussposition. Brückmann und Wagner steht dann noch. Und jetzt Frank Mauer ganz allein auf Bekeshua.
klasse Reaktion von Straubings Torhüter. Zwei richtig gute Chancen auf beiden Seiten, aber ein wahnsinniger Wechselfehler zuvor auf Mannheimer Seite. Hier sieht man, wie der Stürmer noch von der Bank kommt. So, und jetzt sehen wir fünf Straubinger ganz tief fast am Bullypunkt oder unter dem Bullypunkt und Mauer ganz allein. Ähnliche Situation am Freitag den Adlern selbst passiert. In Augsburg, da hat es aber eingeschlagen durch Trevelyan, war das vorentscheidende 2:0. Auch der lief da aus dem eigenen Drittel ganz allein auf Felix Brückmann zu. Die Adler ohnehin mit einem kleinen Roadtrip sind am Freitag nach Augsburg gereist, nach dem Spiel am Freitag direkt hier nach Straubing gekommen, haben gestern Nachmittag hier trainiert. Heute früh gab es ein lockeres Warm-up und dann das Spiel und wir machen einen kleinen Powerbreak. Ein Spiel geht noch weiter. Andruschka. Ja, es war ein Abseits, ist auch angezeigt. Guter Aufbau von Down. War zu offensichtlich dieser Passversuch von Carsten German Höflin. Auch hier wieder gute Bewegung von ihm. Und Carsten German, Blaine Down in der Mitte, zieht zum Tor. Carsten German versucht es allein, geblockt von Mirko Höflin, der auch defensiv arbeitet. Und jetzt gibt es den Powerbreak. Straubing Mannheim 0-1, Torschütze Matthias Blachter. Matthias, wie viel Sicherheit hat euch dieser Treffer gegeben? Ja, in Straubing zu führen ist immer gut. Wenn die führen, die schwer, wenn sie ins Rollen kommen, sie zu stoppen hier zu Hause. Ihr schafft es auch, das Publikum relativ leise zu halten, ne? Ja, wir spielen sehr diszipliniert und geben den wenig Möglichkeiten in Überzahl, das ist wichtig. Alles klar, danke schön. Ja, Matthias Blachter hat durchaus recht. Wenn Straubing hier 1:0 in Führung geht, ist das ein echter Hexenkessel, da geht es richtig rund und dann ist es immer schwer zurückzukommen. Er hat es insgesamt, glaube ich, ganz gut eingeschätzt. Ich sehe es auch so. Es ist sehr diszipliniert spielen, die Mannheimer, und jetzt im zweiten Drittel auch ein bisschen mehr Spielanteil haben, die besseren Chancen haben. Jochen Hecht. Hecht. Christoph Bullmann. Ist das als Mannschaft wirklich so, dass man nach Straubing fährt und sich erstmal sagt, Jungs, ersten 10 Minuten müssen wir wirklich aufpassen? Du weißt es natürlich. Normalerweise ist die Stimmung hier wirklich hervorragend, insbesondere am Anfang. Und so kommt auch Straubing aus der Kabine raus. Sie versuchen wirklich, ich möchte nicht sagen, in den ersten 10 Minuten das Spiel zu entscheiden. Aber da kommen sie mit unheimlich viel Druck raus. Und da musst du natürlich als Auswärtsmannschaft erstmal aufpassen, dass du da keinen Gegentreffer fangst. Eric Bourdouin. Wettke. Bourdouin. Ich glaube, vielleicht an, ja, bitte. Um kurz bei dem Mannheimer Thema von der taktischen Disziplin zu sprechen. Ich glaube, dass es auch unheimlich wichtig ist für die Mannheimer, dass sie bis jetzt keinen Gegentreffer bekommen haben. Aber wenn man mal hinschaut, letztes Jahr haben sie die wenigsten Gegentreffer von der Liga gehabt. Dieses Jahr bereits 9 Gegentreffer bekommen in 3 Spielen. Auch wahrscheinlich, weil sie Taktik in der eigenen Zone umgestellt haben. Und da brauchst du auch Selbstvertrauen dazu. Insofern ist es auch wichtig, dass sie sehen, ja, wir können nach vorne Tore schießen, aber vor allem hinten keins bekommen. Schuss von Andruschka.
Ein ausgewiesener Torhüter, Torschütze Andruschka. Erst 5 Tore in seiner Karriere und jetzt hat es einen heftigen Einschlag gegeben. Strafe ist angezeigt und der Konter über Schönberger. Oh. Und der Ausgleich für die Tigers. Und die Mannheimer haben nach diesem Check fast zum Spielen aufgehört. Nur Schönberger hat geschaltet und hat gewusst, ich bin nicht abgepfiffen. Erst sehen wir diese Strafzeit überhaupt, wie sie zustande kommt. Lihu kommt von hinten auf Sturm, checkt ihn von hinten, Kopf in die Bande. Ist eigentlich für mich eine klare, große Strafe. Und dann nicht nur Lihu bleibt stehen, sondern auch die anderen Mannheimer Spieler. Und das eröffnet überhaupt den Konter erst für Schönberger. So, wir sehen es hier, alle Körperspannung nicht mehr vorhanden und plötzlich, Spiel läuft doch weiter. Kurze Ecke, Schuss von Schönberger, der Ausgleich. Erstes Saisontor für Sandro Schönberger, den jüngsten Kapitän einer DL-Mannschaft. Alter, Digga. Wie geil der Englische. Sag mal, wie geil. So, wir sind noch gespannt auf die Strafe, die gegen Yannick Lehu ausgesprochen wird. Auch Darek hat sich die DL ja bei großen Strafen etwas zurückgenommen bezüglich der Matchstrafen. Ja, so ist es. Matchstrafen wird es nur noch für ein paar Vergehen geben, wie zum Beispiel Kopfstoß oder Schlittschuhtritt. Bei sowas jetzt, Check von hinten, gibt es nur noch eine Spieldauer und es wird sofort verhandelt danach, wie viele Spiele, dass es dafür Sperre gibt. Oder ob es überhaupt eine Sperre gibt. Also, Lars Brüggemann erklärt hier nochmal Kapitän Markus King das Vergehen. Das lässt definitiv darauf schließen, auch an der Reaktion von Markus King, dass es eine große Strafe geben wird. Ja, und wir hören es jetzt, 5 plus Spieldauer für Yannick Lehu. Damit ist das Spiel für Mannheims Nummer 8 beendet. Ich glaube, das haben wir relativ gut gesehen in der Zeitlupe, dass diese Strafzeit berechtigt ist. Ob sie die Regie vielleicht noch mal einspielen kann, aber es ist auch Sicherheit. Thema Sicherheit immer wieder groß. Für meine Begriffe hat Sören Sturm sein Helm nicht richtig zu, denn der Helm, der bewegt sich hier schon vor dem Check von Lehu weg vom Kopf. Ja, die Schiedsrichter sind immer wieder angewiesen, dass sie auch auf die Bändchen hier unten durchgehen. Ein Auge werfen. Ja, aber du sagst es richtig, das Bändchen ist viel zu weit, der Helm darf da eigentlich nicht runtergehen. Das heißt jetzt bei einer großen Strafe 5 Minuten gegen die Adler, spielen jetzt 5 Minuten zu viert und egal wie viele Tore schießt in diesen 5 Minuten, bleibt Alexander Ackermann, der die Strafe für Yannick Lehu absitzt, immer auf der Strafbank draußen. Eine Riesenmöglichkeit jetzt also 5 Minuten lang für die Tigers in Überzahl zu spielen. Jetzt viel abhängen von Felix Brückmann im Tor. Der Adler, Neuling des Jahres war er in der Saison 2011-2012 in der DL. Damals hat er einen Torhüterrekord aufgestellt. Seine ersten 7 DEL-Partien hat der Torhüter damals allesamt gewinnen können. Kettemann. Sofort bedrängt von Blaine Down. Andy Canzanello. Und hier sehr aggressiv, was die Mannheimer hier machen. Carsten German. Canzanello, Strafe angezeigt gegen Laurent Meunier. Spät abgepfiffen, denn Straubing war da noch lange im Puckbesitz, denn die Strafe wird es gegen die Tigers geben. Mannheimer kam da vor dem Tor zu Fall, abseits
des Geschehens. Ich habe richtig gesehen von Lars Brüggemann. Gibt hier für mich die Beinstellen. Damit 4-4 auf Mais. Noch ein Hecht und Ullmann auf Mais für die Mannheimer. Wagner. Hecht für Ullmann. Gut geklärt von Ondruschka. Schön weitergeleitet nach vorne. Stewart. Karl Stewart. Gerade noch Ellbogen nach unten bei Felix Brückmann. Also die Stewart-Reihe mit Rötzke und Baudouin ist sicherlich auffälliger heute als wie die Blaine-Down-Reihe. Schön gerade liegt hier in diesem Angriff die Scheibe nach vorne gespielt. Kramer in die Fanghand von Brückmann. Blaine Down, der wird weggeschickt mit Ansage. Ja, das war mit Ansage. War jetzt interessant zu sehen, jetzt geht er rechter ans Bulli hin. Damit hat auch Kramer andere Position eingenommen. Bernatsche. German. Ah, gut durchgesetzt. Aber Reul, wie man ihn defensiv kennt, sehr konsequent. Dotzler, Block von Reul. Mal nächste Strafzeit angezeigt. Ist mir wieder auf Straubinger Seite. Blaine Down wird hinaus müssen. Vor der Abseitsstellung der Adler, aber. Das ist undiszipliniert, damit nimmt man sich diesen Vorteil dieser 5-Minuten-Strafe gegen Yannick Lehou komplett. Ja, es ist insbesondere auch eine 4-gegen-3 Überzahl. Da ist man normalerweise effektiver als wir bei 5-gegen-4. Hat einfach damit zu tun, weil man mehr Platz auf dem Eis hat. Und dementsprechend war das hier, sieht man es, einfach ein unnötiger Stockschlag direkt vom Schiedsrichter. Blaine Down, nicht nur 60 Punkte. Vergangene Saison für die Straubing Tigers. Dazu kamen noch 131 Strafminuten. Und er war damit in der Vorrunde der zweitbeste, in Anführungszeichen, Strafensammler hinter Peter Flache, den die Straubinger ja auch aus Augsburg wieder zurückgeholt haben. Bernatsche. Jochen Hecht. Jetzt hat Bernatsche Zeit. Viel Platz sogar. Na, Schuss geblockt. Keiner weiß, wo der Puck ist. Nur Christoph Ullmann. Bernatsche. Versucht Frank Mauer zum Direktschuss zu bringen. Ullmann für Jochen Hecht. Gute Idee, nochmal abzulegen. Bernatsche. Auch da hatte Jochen Hecht den Schläger noch drin. Laurent Meunier kommt jetzt zurück, damit wieder 4-gegen-4 auf dem Eis. Ullmann. Christoph Ullmann, langer Wechsel für ihn. Jochen Hecht ist bereits zur Wechselbank gefahren. Bernatsche ist auch noch auf dem Eis. Er geht jetzt wechseln. Einzig verbliebene noch Frank Mauer aus dem ersten Powerplay. Hier immer noch am Puck, Frank Mauer. Und er verliert den Puck.
Chance für Meunier. Laufduell gegen Dominik Bittner. Schön geklärt vom Mannheimer Verteidiger. Und du hast Mauer angesprochen, er hat jetzt nochmal zurückarbeiten müssen, wie er die Scheibe verloren hat. Hat jetzt einen richtig langen Wechsel. Kämpft er noch weg. Fast 6 Minuten noch zu spielen im zweiten Drittel. Da kann Frank Mauer eigentlich direkt in die Drittelpause, in die Kabine gehen. Denn der dürfte nach dem Wechsel sicher schwer übersäuert sein in den Oberschenkel. So, jetzt geht er zur Wechselbank. Die Tigers jetzt wieder komplett und noch 50 Sekunden in Überzahl. Lane Down. Oh, sich gut durchgesetzt da auf der Außenseite, Lane Down. Guter Schuss auf die kurze Ecke. Lane Down, der uns vor dem Spiel noch mitgegeben hat, bitte seine ganze Familie in Kanada zu grüßen. Denn die schauen heute alle über den Livestream das Spiel von Lane Down hier gegen die Adler an. Und sie sehen erneut eine gute Schussmöglichkeit für ihn und den Nachschuss mit der Rückhand. Verstehen die dich denn? Können die Deutsch? Ich kann es nochmal auf Englisch sagen. Best regards from Blaine to his family in Canada watching our game tonight. Sehr gut, Basti. Sherman. Ackermann kommt jetzt zurück. Markus King hatte den Pass da gut getimt. Die Adler damit nach langen 5 Minuten wieder komplett. Das ist so blöd. Wenn man 5 Minuten Überzahl machen, sonst mal. Das ist so blöd. Jedes Mal wieder. Gut zusammengefasst, die 5 Minuten Überzahl der Tigers von Tobi Wörle. Und wieder guter Aufbau von Benace. Gefällt mir heute deutlich besser als vergangenes Wochenende. Ist sehr aktiv bis jetzt in diesem Spiel. Wird im letzten Drittel eventuell noch mehr Arbeit bekommen, Mike Bernatscher. Wir hören gerade von der Mannheimer Bank. Niki Gotsch mit einer Handgelenksverletzung schon in die Kabine gegangen. Und auch deshalb sehen wir jetzt schon mit der 52. Dominik Bittner, der das Spiel noch als Stürmer begonnen hat, jetzt wieder in gewohnter Verteidigerposition an der blauen Linie. So, und hier muss er gleich eingreifen. Peter Flache in der Mitte. Oh, super zurückgekommen. Noch Sturm mit dabei. Aber Kette war sehr gut zurückgekommen, da reingehechtet. Und so den Puck da noch ausgestochen. Puckverlust jetzt auf Seiten der Tigers. Plachter. Wörle. Krandl gegen Plachter. Andy Cancinello. So, und wir schneiden kurz in die Kabine. Auch Dennis Reul mittlerweile bei den Mannheimern reingegangen. Allerdings scheint das ein Problem mit der Kufe zu sein. Geht fix. Problem bei der Kufe von
Dennis Reul, Betreuer sind da sofort zur Stelle, haben ihre eigene Schleifmaschine auch dabei. Wird die Kufe zwei, dreimal drüber gezogen und dann sollte es für Dennis Reul eigentlich gleich weitergehen. Zweite Alternative, zweites Paar Schlittschuhe haben die Jungs normal auch dabei, Rick. Normalerweise versucht man aber, man hat eigentlich ein Paar, mit dem man wirklich spielt. Und dann wird normalerweise nur kurz geschliffen und dann geht man wieder drauf. Vielleicht zum Vorstellen, wie man das merkt. Das ist wirklich so, wenn da eine Kante fehlt oder wenn man da irgendwo drauf getreten ist, dass man eine Scharte hat, ist es so, dass wenn man bremst, einfach wegrutscht. Man hat keinen Halt mehr und dementsprechend kann man dann auch wirklich nicht weiterspielen. Es ist wichtig, dass man das relativ zügig erkennt und nicht am Eis ist. Man müsste eigentlich ein Icing geben, wird aber hier nicht gepfiffen. Kramer, Sandro Schönberger und Tobias Wörle. Jamie Seifers hier hartnäckiger im Zweikampf. Aber Wörle arbeitet zurück. Jochen Hecht. Carl Stewart. Und Felix Brückmann. Carl Stewart, vergangene Saison hatte er ja enorme Einstiegsprobleme in die Saison. Erst am 22. Spieltag hat Carl Stewart da seinen Torbann gebrochen, sein erstes Tor erzielt. In dieser Saison hat schon früher geklappt. Er hat schon sein erstes Saisontor. Arendt für Markus Kink. Guter Körpereinsatz von King. Er flieht vor dem Tor. Sträflich allein. Höfling. King schön weitergeleitet für Mike Vernace. Auch der sieht wieder Mirko Höfling in der Mitte. Und hier hat sich Vernace wieder gut eingeschaltet als Verteidiger ins Offensivspiel der Mannheimer. Wie gesagt, ich finde ihn heute deutlich aktiver, Vernace. Mit guten Aufbaupässen von hinten raus. Immer wieder ein Problem, diese Verteidiger zu finden. Rar gesät, die hinten was können, sich vorne mit einmischen. Der letzte richtig gute, den Mannheim hatte, war Chris Lee. Mittlerweile in Schweden aktiv. Also ein klassischen Verteidiger, der eben auch punkten kann, haben wir auch vorher gehört von Dunham. Die sind wirklich schwer zu finden und wenn du sie hast, dann sind sie meistens auch sehr teuer. Wenn du sie haben willst, dann kosten sie richtig Geld. Und 2-1 Möglichkeit für Straubing jetzt. Meunier, dauert zu lange, aber Blame Down. So, mittlerweile kommt Blame Down langsam in Fahrt. In den letzten Minuten einige Torschüsse von ihm. Letzten 30 Sekunden in diesem Mitteldrittel und die Tigers gehen in Führung. Laurent Meunier. Erstes Saisontor für den Kapitän der französischen Eishockey-Nationalmannschaft. Wir schauen mal genau hin. Es hat aus dem ersten Blick so ausgeschaut, dass aber die Scheibe gar nicht gescheit trifft vom Tor, dass er sich fast aufstellt und da ein bisschen glücklich reinhüpft. Hier sieht man es. Es ist fast runtergeschlagen und die Scheibe macht so einen kleinen Bogen nur. Aber gut gearbeitet und in der richtigen Position vor allem gearbeitet. War insofern gut getroffen dafür. Genau. Passt das Ding genau.
für die Torhüter immer ganz undankbar. Solche unterlöffelten Pucks, die dann eine Flugbahn haben, wie man sie überhaupt nicht vorausahnen kann. Ich gehe auch davon aus, dass Brückmann diese Scheibe gehabt hätte, wenn sie denn scharf gewesen wäre. So, 40 Minuten hier gespielt und die Tigers nach einem 0:1 das Tor von Matthias Plachter aus der 22. Spielminute. Kämpferisch wieder ins Spiel gekommen, Ausgleich gemacht und jetzt kurz vor Schluss glücklich in Führung gegangen. Führung gegangen ist sicherlich ein bisschen eine schmeichelhafte Führung. Weil ich glaube, wenn man sich das zweite Drittel anschaut, waren schon über einige Strecken die Mannheimer die, die den Ton angegeben haben. Aber sollte man am Ende hier die drei Punkte holen, fragt keiner mehr, ob man jetzt besser oder schlechter war als der Gegner. Am Ende zählt eben nur, was oben auf der Anzeigetafel steht. So, wir sehen die Führung der Adler. Wechselfehler auf beiden Seiten, aber Mannheim hat das eben konsequent ausgenutzt durch diesen Handgelenkschuss von Matthias Plachter. Dann folgte der Ausgleich von Sandro Schönberger in der 31. Minute. Und hier kurz vor Ende des zweiten Drittels Laurent Meunier. Und wir übergeben an Hans Finger. Der eben schnell mitgedacht hat, als die Szene sehr unübersichtlich war und der Schiedsrichter eben nicht gepfiffen hat. Sandro, kann man das so festhalten? Wer wach bleibt auf dem Eis, der schießt halt dann das 1-1? Ja, richtig. Ich glaube, ein bisschen Glück gehabt, dass die Schiedsrichter nicht abpfiffen haben. Ich habe gehofft, dass Tommy mir die Scheibe gleich gibt. Und ja, dann laufe ich aufs Tor und dann ist es drin. Gut gemacht auf jeden Fall. Laurent Meunier hat nachgelegt, ein bisschen unsauber getroffen den Puck, aber ich denke, in eurer Phase braucht man auch dreckige Tore, ne? Ja, richtig. Jetzt geht es nur über dreckige Tore. Ich denke, die letzten Spiele, vor allem in Köln, ist schon viel besser geworden. Und ja, jetzt muss man einfach nachlegen. Es war kein gutes Drittel für uns, muss man auch sagen. Wir sind schlecht reingekommen. Am Schluss ist es wieder besser gegangen, aber wir müssen jetzt definitiv besser aus der Kabine kommen für das letzte Drittel. Was heißt besser aus der Kabine kommen? Was nehmt ihr euch vor, damit es ein gutes Drittel wird und vielleicht drei Punkte? Ja, ich denke, wir müssen wieder genauso anfangen wie im ersten Drittel. Da waren wir druckvoll, haben die Checks zu Ende gefahren. Das haben wir jetzt ein bisschen vernachlässigt. Da müssen wir wieder dranbleiben und dann haben die Mannheimer Schwierigkeiten. Und so müssen wir es auch gehen. Gut, alles klar. Viel Glück fürs letzte Drittel. Dankeschön. Wir machen eine ganz kurze Werbung und dann sind Holger Speckern und Tobi Abstreiter im Studio und dröseln das Ganze nochmal für Sie auf. Bis gleich. Straubing freut sich, Straubing bebt, der Pulverturm geht richtig ab, denn im Moment nach einem 0-1 Rückstand haben die Tigers das Spiel gedreht. Es steht 2:1 für Straubing und damit willkommen zurück zur Partie Straubing Tigers gegen die Adler aus Mannheim. Ja, es war ein Drittel der leichten und schweren Fehler und auch einer kuriosen Situation. Das wollen wir jetzt aufarbeiten, natürlich mit Tobi Abstreiter. Tobi, du hast eine Szene rausgesucht, da fangen wir gleich mal an mit dem 1-0 für Mannheim. Wechselfehler Straubing. Ja, das Wechselfehler dürfen eigentlich nicht passieren. Vor allem jetzt nach dem Pass von Straubing nach vorne, da kommt Vernacci an die Scheibe und da gehen zwei Straubinger, man sieht es nachher, zum Wechseln. Das führt zu der 2-gegen-1 Situation und dann zu dem 0:1 durch Matthias Plachter. Und hier kommt der Pass von Vernacci zu Plachter, der zieht ab, schießt vorbei an Sturm und das Netz, oder die Scheibe findet das Netz und findet das 0:1. Aber entstanden durch einen Wechselfehler. Der erste Stürmer hätte eigentlich aggressiver angreifen müssen. Mhm. Und dann geht der Verteidiger auch noch zum Wechseln, das zu der 2-gegen-1 Situation geführt hat. Ja, fairerweise müssen wir sagen, danach gab es dann auch noch einen Wechselfehler von Mannheim. Da gab es dann die große Chance auch noch für Straubing. Ich möchte ganz gerne mal mit dir über diese Wechselfehler reden. Das ist doch eigentlich in Fleisch und Blut, das trainiert man doch nicht, oder? Na, das trainierst du nicht. Sobald man sieht, dass der Gegner die Scheibe kontrolliert, sollte man eigentlich nicht mehr wechseln. Ja? Weil wenn man dann in der Defensive ist und wenn man zusätzlich einen Raum aufgibt, dann kann das natürlich tödlich sein. Und so war es jetzt im zweiten Drittel. Ja, es ist ja eigentlich so, dass das dann immer der individuelle Fehler sein muss. Also wenn man dann den Fehlpass spielt oder etwas sehr Risikoreiches tut.
Ja, vor allem, wenn man länger auf dem Eis ist und man bekommt die Scheibe, dann ist eigentlich das Ziel, dass man über die rote Linie kommt und die Scheibe tief spielt, sodass man wechseln kann. Ja, da ist der Gegner eben noch nicht kontrolliert an der Scheibe. Da versucht man, dass man 5 Leute vom Eis kriegt oder zumindest so viel wie möglich, sodass man frische Leute aufs Eis bringt. Aber wenn der Gegner die Scheibe besitzt, dann heißt es, dass die gegnerische Mannschaft, die defensive Mannschaft nicht mehr wechseln darf. Ja, dann schauen wir auf das 1:1 und das war dann kein Fehler, sondern so ein bisschen im Tiefschlaf, würde ich sagen, oder Tobi? Ja, da sehen wir erst den Check von Lehu an Sturm und da bekommt Thomas Brandl die Scheibe. Ja, eigentlich warten alle auf den Pfiff vom Schiedsrichter, aber Thomas Brandl hört keinen Pfiff, schnappt sich die Scheibe, passt zu Sandro Schönberger und der nützt die Gelegenheit und netzt ein zum 1:1. Ja, alle sind davon ausgegangen, dass das abgepfiffen wird. Ja, Lars Brickmann führt die Pfeife zum Mund, aber der Pfiff kommt nicht. Und solange kein Pfiff kommt, wird weitergespielt. Und normalerweise müssten die Mannheimer weiterspielen und haben sie nicht getan. Und Glück für Straubing. Ja, das war dann also das 1:1 für die Straubing Tigers. Lass uns noch mal ein bisschen über den Helm von Yannick Lehu sprechen. Der Basti hat es eben schon gesagt. Der Riemen sitzt so locker. Wie kann das sein? Macht man das extra, damit es dann beim Check auch wild aussieht? Nein, also der Helm sollte schon beim Check auf dem Kopf bleiben. Weil was passiert, wenn so ein Sturm aufs Eis fällt, mit dem Kopf aufs Eis? Dann, das wollen wir uns lieber nicht vorstellen. Ja? Also der Helm sollte am Kopf bleiben und die Passform des Helmes sollte auch bei so einem Check auf dem Kopf bleiben. Da kann vielleicht auch der Riemen locker sein, aber die Passform des Helmes ist wichtig, dass solche Situationen nicht passieren und dass der Helm in solchen Extremsituationen da schützt, wo er schützen soll. Ja, aber Eishockeyspieler sind ja harte Kerle und dann sitzt der Helm auch mal locker. Ist das so, der Sören Sturm war das natürlich, dass die eigentlich auf sowas gar nicht achten, weil die nur Eishockey spielen? Ja, man achtet schon auf seine Ausrüstung, dass die korrekt ist und dass auch der Riemen dann eng genug festgeschnallt oder angeschnallt wird. Aber ja, zuerst sollte eigentlich die Gesundheit der Spieler im Vordergrund stehen und jeder ist dafür selber verantwortlich für seine Ausrüstung, dass die korrekt ist. Ich habe es Ihnen angekündigt, es gibt noch etwas Kurioses und das ist dann das 2:1 für die Straubing Tigers. Laurent Meunier hat die Scheibe nicht richtig getroffen, Tobi, und dadurch wurde sie eigentlich erst richtig gefährlich. Ne? Ja, glücklicherweise eigentlich für Straubing hat er sie nicht richtig getroffen. Es war gut gemacht von René Kramer, der bringt die Scheibe tief und Plane Down kontrolliert die Scheibe schnell, passt sie zum Meunier, der sich hier schön freiläuft, weil auch der Stürmer, der Mannheimer, ja, den Mann hinterm Tor angreift. Und Glück für Straubing, dass Meunier die Scheibe nicht richtig trifft. Ja, Basti Schwele hat es eben schon gesagt, die Scheibe nimmt dann eine Flugbahn, die man gar nicht mehr einschätzen kann. Wir sehen ein sehr ausgeglichenes Spiel und wir schauen mal auf die dritte Statistik. Und obwohl Straubing 2:1 führt, Tobi, sieht das dann sehr, sehr ausgeglichen aus. Ja, es war auch sehr ausgeglichen, das Drittel. Straubing führt zwar jetzt 2:1, wie du richtig erwähnt hast, aber es könnte auch 2:2 stehen. Also es waren Chancen auf beiden Seiten da. Torschüsse 19-18, Powerplay 0-3, beide im Angriff. Die Straubinger 4 Minuten 12, die Mannheimer etwas länger. Aber es war sehr ausgeglichen, dieses Drittel. Ja, wir können ja mal nachfragen, was die Mannheimer dazu sagen. Thiel Fauler steht bei Hans Winger. Dankeschön, Holger. Ja, Thiel Fauler, 2:1 für Straubing. Ich denke, damit können Sie nicht zufrieden sein, weil das Drittel war eigentlich in Ordnung. Ja, wir haben das Drittel sehr gut begonnen und auch die erste Tor geschossen. Und dann kommt diese komische Situation da mit Yannick Lehu und dieser Check von hinten. Und, wie haben Sie das gesehen? War das alles regelgerecht in Ihren Augen? You know, das muss ich nochmals anschauen, aber ich glaube, der Check war nicht so gefährlich. Das spielt auch die Rolle, wie diese Kinngurt von der Spieler selbst muss fester. Das haben unsere Kollegen auch die ganze Zeit diskutiert jetzt, ja. Da kommt das Helm eigentlich weg. Hat sehr, sehr böse ausgesehen. Ich bin froh, dass er wirklich dann in die nächste Minute wieder auf dem Eis war und hat diese Powerplay weitergespielt. Wie frustrierend ist es, nach dem Spiel in Augsburg jetzt schon wieder zurückzuliegen? Ja, ich glaube, wir müssen zusammenkommen, wir müssen einen Weg finden. Ich glaube, mehr direkt, mehr konsequent mit unseren Torchancen, wir kriegen mehr als genug.
Wir müssen Wege finden, Toren zu schießen momentan. Alles klar, dann sind wir gespannt, was im letzten Drittel rauskommt. Dankeschön, Thiel. Und wir wollen Ihnen noch einen Adler vorstellen, einen Mannheimer, und zwar einen Neuzugang. Normalerweise sind die Prominenten ja auf dem Eis zu finden, die Spieler. Aber die Adler Mannheim, die haben einen Betreuer verpflichtet, der in den USA sehr, sehr bekannt ist, nämlich Steve Castelletti. Und den muss ich jetzt mal stören. Steve, you got a second for us? Yes, sir. Ja, also Steve ist offiziell Equipment Manager bei den Adlern Mannheim, kümmern sich um die Ausrüstung, in erster Linie um die Schlittschuhe. Steve, you're really famous in the States, that's what I heard. What made you come to Germany then? Sehr bekannt in den USA. Wieso bist du nach Deutschland gekommen? Ja, Eishockey ist mein Leben und ich habe gehört, die Adler sind eine tolle Organisation und deswegen bin ich hierher gekommen, auch wegen der Fans. In the States, in your former job, you were a marshal. In deinem alten Job warst du ja ein US-Marshal. Was hast du da gemacht? Ja, ich bin über die ganze Welt gereist und habe einfach entflohene Häftlinge und Straftäter gejagt. Und jetzt mache ich das, was mir Spaß macht. Thanks very much, Steve. Also gut, dann sind wir mal gespannt, ob er hier auch Verbrecher finden wird. Ich glaube nicht. Er findet ein gutes Eishockeyspiel, hoffentlich auch im letzten Drittel. Holger. Ja, vom Straftäter einfangen zum Equipment Manager. Das ist ja auch was Dolles, ne? Ja, die Adler, die spielen momentan mit 4 Ausländern auf dem Eis und einer arbeitet sehr stark neben der Bande und das ist auch ja, seltsam oder nicht oft, dass man sowas neben dem Eis sieht, dass einer aus der NHL verpflichtet wird, so ein Equipment Manager. Wir schauen auf die Zwischen- bzw. Endergebnisse vom 4. Spieltag der deutschen Eishockeyliga. So sieht das aus. Straubing, Mannheim 2-1. Düsseldorf verliert 3-4 nach Shootout gegen Schwenningen. Hamburg verliert 3-4 gegen Krefeld nach Overtime. Wolfsburg besiegt 3-1 Augsburg. Iserlohn 3-4 gegen die Kölner Haie. Die Kölner haben das also noch gedreht. Da stand es vorhin noch 3-1 für Iserlohn. Red Bull München 3-4 gegen den ERC Ingolstadt. Die Thomas Sabo Ice Tigers gewinnen 4-1 gegen die Eisbären Berlin. Also Mannheim ist nicht richtig in den Tritt gekommen, die Berliner auch nicht. Aber wir haben bei uns bei Servus TV nicht nur Eishockey im Programm, sondern noch eine ganz spezielle Sportart. Gerhard Leinauer ist im Moment unser Kollege vom Eishockey beim Segeln, beim America's Cup. Und heute Abend geht es weiter um 22.10 Uhr der America's Cup. Neuseeland braucht noch einen Sieg. Gestern wurde abgebrochen, mangels Wind bzw. zu viel Wind. Das ist ja beim Segeln immer so eine Sache, ganz speziell beim America's Cup. Sie können heute Abend live dabei sein, 22.10 Uhr. Tobi, alles drin in diesem Spiel. Was erwartest du im dritten Drittel? Ja, ich erwarte, dass Mannheim noch mal ganz stark aus der Kabine kommt und versucht, das Spiel zu drehen. Gut, dann gibt es jetzt noch mal Best of Cable Guys, Tobi Wörle und Dominik Wittner. Und dann geht's weiter mit unseren Kommentatoren Basti Schwele und Rick Goldmann. Das ist so blöd. Nice! Das ist so blöd, hey. Maximus. An die Schnauze! Ja, du bist ein ganz schlauer, hä? Volldepp. Ja, also, Digga. Super. 20 Minuten trennen die Straubing Tigers noch von einem durchaus erfolgreichen Wochenende, das noch so schlecht begann am Freitag. Wurde in Köln in den Bus eingebrochen. Der komplette Bus der Tigers verwüstet, zum Glück keine persönlichen Sachen der Spieler betroffen gewesen. Man holte letztlich einen Punkt gegen die Haie, den ersten der Saison. Und jetzt steht man 20 Minuten vor dem ersten Saisonsieg gegen keinen geringeren als die Adler aus Mannheim. Straubing im Schlussabschnitt von links nach rechts. Zu diesem ersten Wechsel Mirko Höflin an der Seite von Jochen Hecht und Christoph Ullmann bei den Adlern. Wir werden in den nächsten Wechsel mal genauer hinschauen, ob Harold Kreis da seine Sturmreihen etwas verändert hat für das letzte Drittel. Carsten Tschermin. Lane down. Gestellt von Reul. Diese Reihe ist gleich geblieben. King, Arendt und Höfling bei den Mannheimern.
Gut gespielt, Schönberger. Ein starker Start der Straubinger hier in den ersten 1,5 Minuten. Tobias Wörle in den letzten 3 Jahren 38 Tore für die Iserlohn Roosters gemacht. Auch auf seine Tore hofft man natürlich bei den Tigers. Für Scorerpunkte bei den deutschen Spielern in den letzten Jahren in Straubing eigentlich nur René Röttke zuständig. Kettemann. Wir sehen Niki Gotsch, Handgelenksverletzung, wir erinnern uns. Am Ende des zweiten Drittels ging er früher in die Kabine, ist wieder auf dem Eis dabei. Die Reihe, die zuvor auf dem Eis war, war Mauer, El Sayed und Plachter. Natürlich, weil Lihu fehlt mit der Spieldauerstrafe. Und jetzt auch wieder Buchwieser, genau, mit Hecht und Ullmann auf dem Eis. Buchwieser. Abgefälscht noch von Eric Baudouin. Ja, Merene Röttke spielt seine 5. Saison bei den Straubing Tigers. In den letzten beiden Jahren hat er immer mehr als 30 Scorerpunkte produziert. Für Christoph Ullmann. Jochen Hecht. Bernatsche auf die kurze Ecke. Ja, guter Vorcheck der Mannheimer. Und Röttke. Dominik Bittner. Jochen Hecht. Gibt es eigentlich irgendwas, was Jochen Hecht nicht kann? Er ist ein fast kompletter Spieler. Ja, man hat der kompletteste definitiv hier auf dem Eis, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, in der Liga mit einer der komplettesten Spieler auf jeden Fall. Einen sehr guten Schuss. Was ihn wirklich auszeichnet, das haben wir jetzt zweimal gesehen, ist einfach die Ruhe, die er besitzt. Also in wichtigen Situationen kann er Gas geben. Er weiß aber auch sehr gut, wann er ein bisschen Platz hat und macht keine hektischen Entscheidungen, sondern trifft eigentlich immer die richtigen Entscheidungen. Das mit der absoluten Ruhe dabei. Und Martin Buchwieser schwärmt, mit ihm zusammenspielen zu dürfen, weil er sagt, trotz seines Alters, Jochen Hecht, mittlerweile 36 Jahre alt, er ist immer noch für ihn der schnellste Spieler der Liga. Ja, ein wahnsinniges Tempo noch, das ist auf jeden Fall richtig. Hinzu kommt, dass er die Scheibe halt einfach sehr gerade liegt und sehr einfach bewegt. Einfach. Ja, es ist oft nicht so leicht zu erklären, aber was ich damit meine ist, er sucht nicht die ganz großen Schnörkel, er zieht sie nicht immer auf die Rückhand, sondern er lässt sie lang auf der Vorhand und damit kann er auch schnell passen bzw. schnell einen Abschluss suchen. So, riskant, aber fein gemacht da eben von Blaine Down. Guter Angriff, guter Aufbau der Tigers über Wörle. Aber dann zweimal. Ah, nochmal Wörle. Von den Adlern und Wörle verzieht. Frank Mauer, Plachter, hat wieder viel Platz, Plachter, schöne Bewegung, aber dann übers Tor. Matthias Plachter, sehr viel Selbstvertrauen, gerade mal 22 Jahre alt. Und auch die Mitspieler sagen, der macht immer wieder was Überraschendes, so auch hier. Hier sieht man schön, was er da gemacht hat, wirklich sehr schöne Bewegung und auch sofort danach den Abschluss gesucht. Matthias Plachter, Sohn von Jacek Plachter, der selbst 674 Mal in der DEL
gespielt hat. Größter Erfolg des Vaters, Vizemeister 1995 mit dem EV Landshut. Florian Kietema. Niki Gotsch. Markus Kink. Mauer. Schön gemacht. Auch aber Rötke. Gut verteidigt von Rötke. Aber bei diesem Wechsel die Tigers mit Problemen aus der eigenen Zone herauszukommen. Jetzt der Direktschuss von Mauer geblockt. Und so bringen die Tigers drei Spieler zum Wechsel. Und weil Blaine Down gut vorcheckt, sind es jetzt alle fünf. Und Down holt sich den Puck. Carson German. Abgefälscht von Meunier und oben ans Lattenkreuz. War ein guter Block von Buchwieser. Sehr offenes letztes Drittel bisher. Beiden Seiten gute Möglichkeiten. Joch nicht. Jetzt Martin Buchwieser gegen Florian Ondruschka. Ganz schnörkellos mit dem Stock gespielt Florian Ondruschka. Oft zu sehen bei Ondruschka, wirklich unauffälliger Spieler, der aber Kleinigkeiten sehr gut macht. Insbesondere die Defensivgeschichten von ihm haben normalerweise Hand und Fuß. Und du hast es ausgesprochen, dieses Ausstechen hier, was er da gerade gemacht hat mit dem Stock. Das macht er sehr gezielt und auch sehr gut. War letztes Jahr lange verletzt, Florian Ondruschka. Und erst da hat man gemerkt, als er nicht da war, wie sehr er fehlt. Jetzt Fehlpass hinter dem Tor. Chance für Ronny Arendt. Dann machen wir Vernace. Gut, jetzt von Arendt und El Sayed, die versuchen, Bekeshwa die Sicht zu nehmen, aber der Cash bleibt cool. Ja, auch gut die Scheibe durchgebracht beim zweiten Schuss von Vernace. Das zuvor, der Scheibenverlust, beziehungsweise der gute Vorcheck von Blaine Down. Und daraus resultieren diese Riesenmöglichkeit durch Laurent Meunier. Markus Kink. Immer noch Kink. Und Eric Bourdon. Der Check gesetzt hier von Jamie Seifers. Und unerlaubter Weitschuss der Adler. Sehen wir den Check nochmal. Seifers gegen Röttke. Kommt kurz nach dem Pass. Gibt es so eine Faustregel, wenn der Puck gespielt ist? Eins, zwei und dann kann man die Aktion noch machen, ohne dass man bestraft wird. Und es war dementsprechend auch richtig, hier keine Strafzeit zu geben. Hier sieht man das schön auf dem Eis, diese zwei Linien, die da eingezeichnet sind, wo sich die Mittelstürmer hinstellen müssen. Und wenn sie eben nicht richtig stehen, dann kann der Linesman entscheiden, den Mittelstürmer wegzuschicken. Dieses Anspiel ja ohnehin immer ein großer Streitpunkt. Oh! Spieler wegschicken! Und so funktioniert's vom Bulli weg! Blaine Down! Guter, klarer Bulli-Gewinn der Straubinger. Und auch sofort abgezogen von Daumier und der hat genau oben rechts reingepasst.
Sehen wir es, wie sich Down leicht löst hier von seiner normalen Position, geht da ein bisschen hinter. Dementsprechend kann der Verteidiger nicht sofort in die Schussbahn rein. Und der Schuss, wie gesagt, perfekt oben rein in den Winkel. Weil wir eben bei Bulli sind, Anspiel, enorm wichtig. Wir haben es hier gesehen, Laurent Meunier. Und es dauert keine Sekunde. Puck wird aufs Eis geworfen und schon ist er im Tor. Tigers haben erhöht 3-1 jetzt gegen die Adler Mannheim. René Röttke, wie wichtig war das, wo die Mannheimer auch durchaus gute Chancen hatten? Ja, natürlich sehr wichtig jetzt gerade das 3-1 vom Blaine Down. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir das bis zum Ende durchkriegen. Blaine, der zieht schneller als die Jungs im Wilden Westen so ungefähr. Wie wichtig ist er für euch, die Lebensversicherung schon im letzten Jahr? Ja, natürlich sehr wichtig. Er ist ein ganz wichtiger Spieler für uns. Und ja, wir, wie gesagt, jetzt müssen wir schauen, dass wir das bis zum Ende durchziehen. Alles klar, danke. Durchziehen, auch das Motto jetzt für die Zuschauer. Hier ist ja bekannt, berüchtigt, dieses Stadion hier in Straubing. Und wenn es läuft, dann ist das wirklich Gänsehautatmosphäre hier, was die Zuschauer auf die Beine stellen. Ja, und es schwappt auch meistens auf die Mannschaft über. Wenn hier wirklich Stimmung ist, und du hast es angesprochen, wenn Stimmung entsteht, so wie jetzt, wenn man 3-1 kurz vor Ende führt, es wird ein schwieriger Weg für die Mannheim, um ganz ehrlich zu sein, dass sie hier nochmal zurückkommen. Martin Buchwieser wird hier hart bedrängt, bekommt auch wenig Unterstützung. Erst jetzt kommt Ullmann dazu. Gut gelöst jetzt. Joch nicht. Dennis Reul. Wieder Martin Buchwieser. Echt abgeblockt. Na jetzt mit Schläge, vielleicht eine 3-2-Situation für die Mannheimer. Noch nicht mitgenommen, wieder ins Spiel, nimmt den Schuss. Aber Jason Bekeshua. Hier sieht man das, was ich mit der Ruhe meine. Wie er die Scheibe abschirmt. Und dabei so stabil bleibt und das Ganze mit der hohen Geschwindigkeit. Das ist eigentlich, glaube ich, das, was Jochen Hecht am meisten auszeichnet. El Sayed gewinnt das Bulli für Niki Gotsch. Hier wieder dieses Bulli, das zur Außenbahn gespielt wird, diesmal zu Kettema. Höfli. Was hört? Röttke wäre gleich frei gewesen. Hätte der erste Pass von Stewart schon kommen müssen. Hat sich da versucht, in der Mitte zu lösen. Brennpunkt, Anspiel. Hier sehen wir es. Wenn die Adler das so klar gewinnen, immer brandgefährlich. Ja, und die Idee ist, Niki Gotsch geht einen Schritt zur Mitte und dann kommt der Pass zurück an die Bande raus und dann soll die Scheibe sofort vor das Tor rein. Absicht natürlich auch, dass sich die Straubinger auf die Seite orientieren und man spielt wieder auf die Gegenseite. Frank Mauer. Markus Kink. Seifers. Und Röttke. Matthias Plachter. So, Spiel unterbrochen, denn das Tor von Jason Bekeshua ist verschoben.
Das ist interessante Bulli-Konstellation. Wieder Jochen Hecht geht auf die Verteidigerposition. Bekommt auch hier das Handspiel dann. Aufgepasst vom Buchwieser. Der Kickout, Dominik Bittner. Ist wieder zurückspielen, allerdings ungenau, weil alle drei Stürmer zum Wechseln gegangen waren. Meunier. Schöner Pass. Lane down. Schickt Laurent Meunier. Wort zu Lane down. Wir haben in der Drittelpause schon gesprochen. Jetzt ist er wieder am Puck. Lane down. Torschütze zum 3:1. Und auch hier wurde leicht angeklopft von Florian Ondruschka. Puck streift da noch oben die Querlatte. Hat zu Lane down zurück. Der ist mir eigentlich in diesem Spiel überhaupt nicht aufgefallen, bis er diese dumme Strafzeit genommen hat, diesen Stockschlag. Und ich weiß nicht, vielleicht hat er ein schlechtes Bissen gehabt, aber danach ist er richtig Gas gegeben. Ja, ist er deutlich besser ins Spiel gekommen und hat auch das 3:1 erzielt. Denno Tuschny. Seit 2011 ist er der Coach hier in Straubing. Seine DEL-Bilanz bislang relativ ausgeglichen. 59 Siege mit den Tigers, 61 Niederlagen. Mannheim eigentlich nicht der Aufbaugegner für die Straubing Tigers. Sind bislang 26 Aufeinandertreffen in der deutschen Eishockey-Liga. Hat man nur 8 Spiele gewonnen, 18 verloren. Von diesen 8 Siegen allerdings 7 zu Hause hier in Straubing. Und es wird ein weiter Weg für Mannheim, wenn sie das heute ändern wollen noch. Sie bekommen immer wieder ihre Chancen, aber die Straubinger verstehen es trotzdem gut, in der Defensive wirklich achtsam zu sein, Schüsse meist nur von außen zu geben, was nicht so gefährlich ist. Und spielen jetzt natürlich für Mannheim undankbar, Puck über die rote Linie bringen, dann tief schießen, nachgehen. Jetzt vielleicht Wagner wieder. Ein Stock dazwischen, der von Tobi Wörle. Keine Strafzeit. So, hier zu sehen, Wörle spielt tief, geht sofort zum Wechseln. Einer checkt nur vor. Diese Zeit reicht, um 5 frische Leute aufs Eis zu bringen. Und so zermürbt man dann in den letzten Minuten den Gegner. Plane down. Carsten German. Schöner gut Pass. Gesehen, Kramer und Bückmann. Steven Wagner. Stark gemacht. 2 Straubinger, 1 Leere laufen lassen. Und jetzt Ullmann. In der Mitte Plachter mit dabei. Und nochmal Ullmann. Einsatz hier. Ullmann bekommt den Puck erneut. Aber da wird ihm der Stock aus der Hand geschlagen. Heißt Strafe für Straubing. Stockschlag gegen Ullmann. Und wieder geht Plane down. Die Hechtreihe bleibt am Eis in Überzahl. In der blauen Linie Vernace und Jamie Seifers. Hier klar zu sehen, dieser Stockschlag. Zweite Strafe für Plane Down. Wenn er sich noch anstrengt und noch einen zum Fight fordert, hat er einen kleinen Gordie Howe Hattrick geschafft. Tor, Assist hat er schon, aber ein Fight wäre es noch.
Rückmann. Mike Bernatje. Und Jamie Seifers. Natürlich Jochen Hecht mit dabei. Ullmann. Gut ausgespielt. Ondruschka wieder mit dem langen Stock da. Jochen Hecht. Hecht für Ullmann, der kommt nicht ganz ran. Seifers. Wegner und Bekeshua. Bernatje. Seifers. Jetzt Jochen Hecht natürlich bemüht, Ruhe ins Überzahlspiel zu bringen. Ullmann und Martin Buchwieser. Straubing steht gut, versteht es jetzt Mannheim, außen an der Bande zu halten. Und sobald eine kleine Unachtsamkeit da ist, wird aggressiv draufgegangen. Hier gut zu sehen. Zweimal Backping, Gegner an die Bande. Und dann mit Übersicht hier in Unterzahl gespielt von Ondruschka. Gut, die drei Stürmer sind bei Mannheimer Seite natürlich jetzt auch K.O. Die waren über 1,30 jetzt auf dem Eis und die hatten den Wechsel zuvor ja auch schon. Also insgesamt mit fast 2 Minuten am Stück. Wegner, der darf bzw. der muss auch für den Rest der Überzahl auf dem Eis bleiben. Hier ist er wieder am Puck. Er zusammen mit Dominik Bittner und vorne die Reihe mit Mauer, mit Plachter und mit Markus King. Ja, der große Durchbruch von Matthias Plachter, 14 Saisontore gemacht, jetzt steht er auch schon wieder bei 2, hat sich vergangene Saison in den erweiterten Kreis der Nationalmannschaft gespielt. Abspielfehler von Wegner, Carsten German. Der Schuss von Sturm, Dotzler. Dominik Bittner. Gut, die Scheibe runtergefangen von Plachter. So, noch das dritte Überzahlspiel der Adler in diesem Spiel bleibt unbelohnt. Man muss auch sagen, sie waren nicht wirklich zwingend in diesem Überzahl. El Sayed, Reul und Blendau. Hier jetzt immer wieder zu sehen, Straubing, Gedanken schneller, etwas spritziger wirken sie als die Adler, sind einfach im Moment den Tick besser. Ich glaube auch, dass einfach die Mannheimer im zweiten Drittel, wo sie den besseren Start hatten, es versäumt haben, da Tore zu schießen. Und dann, wir haben es gesagt, mit diesen Fans hier, und wie die Mannschaft jetzt spielt, die Straubinger, wenn man mal 3-1 hinten ist, dann ist es einfach schwer, hier wieder zurückzukommen. So, und Harald Kreis nimmt eine Auszeit. Offensivbully vor Bekescher. Kannst du dir vorstellen, dass Harry Kreis jetzt schon Rückmann aus dem Tor nimmt? Kann durchaus sein, weil Plachter ist gleich aufgestanden und sitzt jetzt vorne mit dabei. Den hat er angestupft von hinten. Also würde zeigen, dass es 6 Feldspieler gibt auf Mannheimer Seite. Also die stehen zumindest bereit. So, wir sehen hier auch der Assistant Coach bzw. Associated Coach, wie es bei Mannheim heißt, Mike Schmidt, übernimmt die Auszeit. Ungewöhnlich oder normal? Ah, das kommt drauf an. Also das ist einfach eine ganz normale Aufgabenteilung.
Übrigens, der Torhüter bleibt im Tor, es geht mit 5 Feldspieler weiter. Und Schmidt ist halt hier auch für die Bullies zuständig, beziehungsweise kurz vor Schluss hat er hier mal die Besprechung genommen, was nichts Ungewöhnliches. Carsten Schirmann setzt sich an der Bande durch. Seifers. Gut dazwischen gegangen von Seifers in den Pass von Carsten Schirmann. Buchwieser. So, unser Blick geht natürlich immer wieder zum Mannheimer Tor, wann Brückmann aus dem Tor beordert wird. Meunier. Schönberger. Clever von Schönberger, dass er die Scheibe nicht zu weit runterbringt, dass es Icing wird. Und man merkt, bei jedem Straubinger Spieler, die werfen hier wirklich alles rein, was sie haben. In jeden Wechsel, in jeden Zweikampf, in jeden Meter Eis, den sie gehen müssen. Wörle. Schönberger, Wörle. Brandl jetzt an der Bande. Das ist gutes Spiel, Zeitspiel. Puck in den eigenen Reihen halten, an der Bande. Straubing muss das Tor nicht schießen. Schau mal, Brückmann, jetzt geht Brückmann vom Eis. King. Und der Puck nicht im Tor hier. Mauer mit einer guten Möglichkeit. Mannheim jetzt mit 6 Feldspielern. Aber der Puck geht wieder hinaus. Jochen Hecht ist als 6. Feldspieler dazugekommen aufs Eis. Wagner, auch hier gut nach vorn gegangen. Von Straubing, Röttke und Stewart. Kettemann. So, jetzt muss Tempoverschärfung kommen. Keiner kann das von hinten raus besser als Florian Kettemann. Jochen Hecht, bitte passt zur Mitte. Wagner. Lacht alles durch, Jochen Hecht. Letzte Minute hat begonnen. So, der Puck wird lang, der Puck wird sehr lang und der Puck wird reichen. Carl Stewart versenkt den Puck, Carl Stewart versenkt Mannheim. Ungenauer Pass, sofort dazwischen gegangen und dann schlau den Heber gespielt. Auch hier einfach clever gemacht, was die Straubinger auch gemacht haben, vorm eigenen Tor. Sehr eng gestanden und dann haben sie einmal erkannt, jetzt können wir hin zur Scheibe und dann die Scheibe einfach in die neutrale Zone geschmissen. Stuart hat da ein bisschen spekuliert und die Spekulation hat diesmal gefruchtet, trifft zum 4:1. Vorarbeit von Erik Bodoan. Felix Brückmann natürlich jetzt ins Tor der Adler zurückgekehrt. In 40 Sekunden kann man sagen, das war es hier definitiv für die Adler, die dieses Wochenende in Bayern, in Augsburg und in Straubing mit 0 Punkten abschließen werden. Und die Tigers am 4. Spieltag, ersten Sieg, ersten Dreier. Und das, obwohl man auch hier wieder einen Nackenschlag verkraften musste, lange mit 0:1 hinten war, bis zur Hälfte des Spiels. Ja, und insbesondere auch im zweiten Drittel, muss man sagen, waren die Straubinger einfach effizienter wie die Mannheimer. Und dann jetzt im letzten Drittel haben sie aber gute taktische Leistung gezeigt, insbesondere der Defensive. Mannheim ist wirklich gekommen, hat sehr viel Druck gemacht, hatten auch mehr Schüsse in diesem letzten Drittel. Aber die Straubinger haben das sehr ruhig runtergespielt und sehr diszipliniert, vor allem in der eigenen Zone gespielt. Auch für dich entscheidend, dieses Tor von Laurent Meunier, als er den Puck nicht getroffen hat, ein paar Sekunden vor Ende des zweiten Drittels zum 2:1. Das, glaube ich, ist das Entscheidende gewesen, dass es wirklich so ein
klassisches Mülltor war, möchte ich mal sagen, am Ende Garbage-Tor war. Und erst so kurz eben vor Ende des Drittels, das hat den Tiger definitiv einen Schwung gegeben. 60 Minuten Power-Eishockey mit vielen Emotionen hier in Niederbayern. Und die Tigers bezwingen die Adler am Ende mit 4:1. Sie haben einfach Straubinger Eishockey gespielt, kann man das so sagen, Rick? Also die ersten 10 Minuten ja und dann im letzten Drittel auch wieder, würde ich sagen. Wie gesagt, im zweiten Drittel waren für mich die Mannheimer die bessere Mannschaft, aber die Straubinger haben die Tore geschossen. Und damit haben sie sich fürs letzte Drittel so viel Mut wieder erspielt gehabt, dass sie dann wieder ihr Straubinger Eishockey gezeigt haben. Blaine Down im letzten Jahr der Topscorer der Tigers. Er wird auch in dieser Saison, das zeigt jetzt der Anfang der Saison, schon wieder eine gute Rolle spielen. Heute ein Tor, ein Assist und auch er war lange abgetaucht. Zeigt vielleicht auch das Straubinger Spiel. Erst mit dem Rückstand, mit seiner Strafe, hat er richtig angetreten. Wir haben es ja vor dem Spiel schon angesprochen. Also diese Reihe insgesamt mit Sherman, Meunier und Down, davon ist Straubing schon sehr abhängig, das muss man ganz klar sagen. Und insbesondere von Daum, der ist nicht umsonst letztes Jahr siebtbester Scorer der Liga gewesen. Sowas ist einfach, dass eine Mannschaft dann so einen Spieler braucht. Und er hat heute auch wieder Tor geschossen, Assist gegeben. Also er hat gezeigt, dass er hier einiges beisteuert zu einem Sieg. Bei den Adlern wird man weiter hoffen, dass die Verletztenmisere endlich zu Ende geht. Dass alle Spieler wieder komplett werden. Seit Beginn der Vorbereitung hat man ja dieses Problem. Musste die anstrengende European Trophy noch spielen. McGowan, Rowe und Kai Hospel, auch Neuzugang Christopher Fischer. Bislang noch ohne Saisonspiel. Also die haben noch gar nicht ins Geschehen eingegriffen. Dennis Endras gleich im ersten Saisonspiel verletzt. Das ist einiges Potenzial, was Mannheim noch hätte, die momentan einfach nur nicht ins Spiel reingekommen sind, eben wegen Verletzungen. Man kann wirklich hoffen, dass sie bald zurückkommen, weil man merkt schon, auch vorne fehlt den Mannheimern dann schon oft auch die Überraschung. Ja? Ziemlich viel hängt von der Hechtreihe ab. Ansonsten ist einfach vorne drin schon, ich möchte nicht sagen durchsichtig, aber es ist halt einfach, ein, zwei frische Spieler vorne drin könnten schon mal für zusätzliche offensive Kraft sorgen. Gerade Torjäger Jäger wie Ken McGowan, wir haben jetzt heute gesehen, man hat sich viele Chancen erarbeitet, man hat aber auch viele liegen lassen. Das ist das Entscheidende. Also man kann den Mannheimern keinen großen Vorwurf machen letztendlich. Von den guten Chancen ist es sehr ausgeglichen gewesen, aber die Effizienz hat gegen Mannheim gesprochen. So, dann danke ich erstmal dir, Rick, für deine fundierten Analysen hier zu diesem sehr unterhaltsamen Spiel. Und wir haben unten unseren Man of the Day. Der steht bei Hans Finger und heißt Blaine Down. Man of the Day. Mit einem Tor und einer Vorlage wird man natürlich bei uns Man of the Day. Blaine, that's for you. Congratulations, Man of the Day. Herzlichen Glückwunsch, unser Spieler des Tages heute. Was hat denn heute den Unterschied ausgemacht? Ja, ich glaube, wir haben eine gute 60 Minuten heute. Ja, wir haben vielleicht nicht die ganzen 60 Minuten gut gespielt, aber wir sind dann ins Rollen gekommen und wir wollten hier von unseren Fans unbedingt den ersten Sieg. That discussions about pressure and so on, the bad start, is that over now? Es gab ja viele Diskussionen über Druck wegen dem Fehlstart. Ist das jetzt vorbei? Ja, wir haben noch viele Spiele zu spielen, also noch 48 Spiele. Und mit dieser Woche können wir gut weiterarbeiten. I know that, or you told me ahead of the game that your whole family erzählt, is watching. Die ganze Familie Canada. Schaut zu Hause in Kanada heute das Spiel an. Hast du ein paar Worte an sie? I love you guys, miss you guys, and I'll talk to you later. Thanks for supporting me back home. Thanks very much, Blaine. Thank you. Ja, Blaine Down, Man of the Day und nach unserer Meinung auch mit Recht. Wir haben das eben gerade nochmal besprochen. Der Rick hat es auch eben nochmal im Kommentar gesagt. Am Anfang war er kaum zu sehen, Tobi. Aber dann, nach seiner Strafzeit, ist er richtig aufgewacht, hat richtig Druck gemacht und war eigentlich der Spieler, den Straubing in dem Moment auch gebraucht hat, ne? Er hat das, den Pass zum 2-1 gemacht und er hat das 3-1 geschossen, wie wir gesehen haben. Und ja, er war dann eigentlich der Aktivposten in der Offensive für die Straubing Tigers. Und ich würde sagen, völlig zu Recht heute auch Man of the Day.
Er hat natürlich gute Laune. Ich glaube, der Mann, der jetzt bei Hans Finger steht, der ist gar nicht gut gelaunt. Der Trainer von Mannheim, Harold Kreis. Ja, selbstverständlich. Harold Kreis, zwei Fahrten nach Straubing oder zwei Auswärtsspiele, nee, nach Bayern. So, um Augsburg und Straubing, das hat sich nicht gelohnt. Was hat heute aus Ihrer Sicht den Unterschied gemacht zugunsten der Straubinger? Naja, es waren Kleinigkeiten. Ich meine, beim ersten Gegentreffer, alle warten, dass die Scheibe abgepfiffen wird. Alle hören auf zu spielen und dann kommt der Gegenstoß, das 1-0. Das zweite Tor war eine Unachtsamkeit in der Defensivzone, das war kurz vor Drittelende. Und das dritte war dann vom Bulli weg, wo wir einfach nicht in der Schussbahn waren. Wir haben selber ein paar Chancen gehabt, aber letztendlich, wenn du nur ein Tor schießt, ist es schwierig zu gewinnen. Auch die letzten Spiele haben sie schon nicht viele Tore geschossen. Wir haben sie beobachtet, sie haben ab und zu geschrien, more pucks to the net. Also mehr Schüsse aufs Tor, ist das das, was sie fordern? Bei den letzten Spielen waren sie ja zumindest viele Schüsse. Ja klar, ich meine, jeder Schuss hat die Möglichkeit, ein Tor zu werden. Wenn nicht der erste Schuss, vielleicht der Nachschuss. Wir haben auch ein bisschen Druck gemacht. Wir sind gut, wenn wir schießen. Wir holen unsere Rebounds. Aber heute haben wir für mich, besonders im zweiten Drittel, ein paar Schussmöglichkeiten abgelassen, sondern wieder einen Pass gesucht. Und ja, wie gesagt, es waren Kleinigkeiten. Die Gegentreffer, kuriös, das erste, zweite Deckung und das letzte war so gut ausgespielter Bulli von Straubing. Und wir blocken den Schuss nicht. Jetzt haben Sie nach vier Spielen 4 Punkte auf dem Konto. Ich denke, das ist nicht genug für Ihre Ansprüche. Haben Sie noch viel Arbeit vor sich? Ja, das ist richtig. Das ist nicht das, was wir erwartet haben oder was wir uns vorgenommen haben in den ersten 4 Spielen. Wir sehen, dass wir eben in der Offensive einiges noch härter arbeiten müssen, noch mehr Druck zum Tor aufbringen müssen. Wir müssen im Powerplay besser werden. Es gibt noch vieles zu tun. Wir spielen nicht am Freitag, sondern erst am Sonntag wieder. Und ja, wie gesagt, viel zu tun. Dann viel Glück für die nächsten Aufgaben. Dankeschön, Herr Kreis. Ja, Straubing feiert und das natürlich auch zu Recht. Der Trainer Dan Ratushny ist bei uns. Das sieht doch gut aus. Ihre Mannschaft ist gut gelaunt und das natürlich auch zu Recht. Ne? Ja, wir sind glücklich. Das, der erste Sieg ist ein sehr wichtiger Sieg. Und Credit zu den Spielern. Von dem ersten Spiel gegen Wolfsburg zu diesem vierten Spiel. Wir haben Progress machen und Fortschritt machen. Und ja, ein wichtiger Sieg. Sie haben gut gespielt, ich glaube. Vielleicht 45 Minuten, ein kleiner Tief in die zweite Periode, aber dieser Tor von der Schönberger war wichtig. Ja, wir haben das auch gesagt, dass Mannheim im zweiten Drittel wirklich stark aufgekommen ist. Wir haben aber auch vor der Sendung, Tobi, besprochen, dieser Punkt in Köln. Jetzt sagen Sie es doch mal, weil Sie nah dran sind. Wie gut hat der getan? Ja, dieser Punkt war hart gewonnen, dieser eine Punkt. Und, aber das gibt uns ein bisschen Energie im Moment. Köln ist eine starke Mannschaft und ein Punkt in Köln ist ein kleiner Sieg für uns. Und so, das war wichtig für heute. Wir reden gleich weiter. Ich höre, Jochen Hecht ist bei Hans Finger. Ja, und Jochen Hecht muss den Straubingern gerade zuschauen bei der Ehrenrunde. Jochen, denke, das ist deprimierend so ein bisschen. Was oder wie deprimierend ist es jetzt, die zwei Auswärtsspiele zu haben und keinen einzigen Punkt nach Mannheim mit zurückzubringen? Ja, ist natürlich nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Aber Straubing hat gut gespielt, hat keine großen Torchancen zugelassen, keine 2-gegen-1 Konter, hat gearbeitet und ja, im Endeffekt haben die weniger Fehler gemacht und ja, dadurch die Chancen, die wir denen gegeben haben, haben sie Tore geschossen. Das ist auch für dich ein bisschen enttäuschend. Die ersten 4 Spiele, gut, immerhin 4 Punkte. Was heißt immerhin? Eigentlich zu wenig für euch, aber auch von den Leistungen her nicht das, was ihr euch vorstellt? Auf jeden Fall. Wir möchten noch ein bisschen ins Teamspiel reinfinden, die Scheiben ein bisschen schneller laufen lassen. Wir haben höhere Erwartungen als das, was wir im Moment zeigen. Du hast das erste Mal in Straubing gespielt, hast du mir vom Spiel verraten, auch das erste Mal in Augsburg. Also besser wieder in Hallen, die du schon kennst in Zukunft, ne? Lief jetzt nicht so toll, aber ja gut, das bleibt natürlich auch in neuen Arenen zu spielen. Das stimmt, absolut. Dankeschön, alles Gute. Ja, Jochen Hecht respektiert natürlich die Leistung der Straubinger. Denn wir haben auch im Vorfeld der Sendung über das Unterzahlproblem ihrer Mannschaft gesprochen. Das war heute aber richtig gut. Ja, gegen das zweite Spiel der Saison gegen Augsburg. Wir haben viel Strafmarken, 4 oder 5 zu viel Strafmarken. Und
Die Unterzahl war nicht effektiv in diesem Spiel. In Köln war besser und wir waren mehr diszipliniert. Und heute auch, Tobi hat gesagt, nur 6 Minuten in die Strafbank. Und das ist ein Positiv von heute. Aber Credit auch zu den Schiedsrichtern. Sie haben beiden Mannschaften hat gespielt heute. Nicht zu viele Strafen und das war gut, ein good Flow zu dem Spiel heute. Ja, zwischendurch, Tobi, habe ich ein paar Fans getroffen draußen, die haben gesagt, das gibt's ja gar nicht, der lässt ja richtig laufen, das macht richtig Spaß. Ist es sonst so, dass zu viel auch zerpfiffen wird? Ja, manchmal wird vielleicht ein bisschen zu kleinlich gepfiffen, aber ja, wenn man einen Schiedsrichter nicht merkt oder wenn man die Schiedsrichter nicht merkt, dann ist es sehr gut, dann ist es eine sehr gute Leistung und ja, heute hat es eigentlich recht Spaß gemacht, wie die Unparteiischen auch gepfiffen. Jetzt kann man ja anknüpfen an diesen Sieg. Was passiert im nächsten Spiel? Straubing ist gut drauf jetzt, ne? Ja, wir haben ein großes Spiel Freitag. Ja. Unser nächstes Spiel gegen München. Und das ist eine Mannschaft mit viel Talent. Und ich glaube, sie hat ein oder zwei Niederlagen. So, ich glaube, sie sind sehr heiß am Freitag. So. Aber wir auch. Und wir haben einen guten Wurf mit gutem Geist nach diesem Sieg. Wird ein hartes Spiel. Dafür ist die Anreise nicht so lang. Ja, genau. Köln war lang, aber heute we're home, so it's good. Ich bedanke mich. Okay. Gratulation nochmal. Schönen Abend, den werden Sie sicherlich haben. Ja. Und wir schauen natürlich auf die Endergebnisse des heutigen Spieltages. Und das sieht wie folgt aus. Wie gesehen, Straubing-Mannheim 4:1, Düsseldorf gegen Schwenningen 3:4, Wolfsburg gewinnt gegen Augsburg 3:1, Iserlohn-Roosters Kölner Haie 3:4, München gegen Ingolstadt 3:4, Nürnberg gegen die Eisbären 4:1 und die Hamburg Freezers verlieren 3:4 nach Overtime gegen die Krefeld Pinguine. Und da haben wir auch das Siegtor für die Krefelder für sie vorbereitet. Das Siegtor durch Mark Wokes. Stark gemacht, oder? Sensationell gemacht eigentlich. Sowas sieht man nicht alle Tage. Super angenommen, durch die Füße durchgelassen und der Move auf die Rückhand durch die Füße vom Torwart von Hamburg war sensationell. Gut, dann schauen wir auf die Tabelle mit Ihnen zusammen. Und das sieht jetzt nach dem 4. Spieltag wie folgt aus. Die Krefelder sind noch vorne mit 11 Punkten, genau wie die Nürnberger. Das Torverhältnis bei Krefeld ist aber besser. 3. im Moment Wolfsburg. Die Haie gehen hoch von 8 auf 4. Dann schauen wir mal auf die zweite Seite, wie es unten ausschaut. Straubing verbessert auf 11, die Mannheimer jetzt überraschenderweise auf 12 und hinten mit 2 Punkten die Schwenninger und Düsseldorf mit 1 Punkt. Düsseldorf minus 15 ist natürlich in der Tordifferenz schon knackig, ne? Ja, das ist natürlich deprimierend für die DEG, aber da haben sie noch einiges zu tun jetzt, dass sie hoffentlich wieder einen Anschluss finden.